So, einen wunderschönen guten Morgen in Saal Adams. Jetzt kommt der CCC Jahresrückblick 2018. Hier rechts auf der Bühne neben mir sitzen bereits Konstanze Kurz, Linus Neumann, Frank, Erdgeist und Nexus. There is no Jahresrückblick like CCC Jahresrückblick 2018. Ein großer Applaus! Hallo und herzlich willkommen zum Jahresrückblick des Chaos Computer Clubs, der Messe Leipzig, in der wir den 35C3 als Version 1.0 dieses Kongresses begreifen, nachdem wir letztes Jahr eine ziemlich erfolgreiche Beta abgeliefert haben, wie ich finde. Haben wir viele eurer Pull-Requests entgegengenommen, hier inkorporiert und bespielen inzwischen einen Saal mehr in einer Art und Weise, die mir irgendwie auch die Tränchen in die Augen gedrückt hat, wenn man noch die Bilder von vor ein paar Wochen angeguckt hat, wie diese Hallen aussahen, ein leerer Messebau, jetzt plötzlich von Leben befüllt mit 17.000 Hackern, die hier zusammengekommen sind, sich auszutauschen, ist ein ziemlich überwältigendes Gefühl. Ich freue mich echt, dass es auch so voll ist, dass ihr alle da seid. Deswegen erstmal herzlich willkommen und Linus, sag doch mal was zu dem Video, das wir gerade gesehen haben. Ja, das sind Murmeln, die rollen, weil wir ja hier die Rollertage veranstalten. Und das Video wurde uns wie schon mal zuvor geschenkt, gemacht von Friedrich und seinem Team, an die hier nochmal ein herzliches Dank geht. Also wer jetzt noch nicht zum 35. Mal hier ist, was machen wir hier? Der CCC-Jahresrückblick beschäftigt sich mit den Themen, die im Chaos Computer Club, die wichtig waren oder die wir glauben kommentieren zu müssen, zu denen wir Stellungnahmen abgegeben haben, wozu wir Pressemitteilungen gemacht haben. Wir wollen aber auch ein bisschen sprechen über die regionale Arbeit im CCC, die in den letzten, ich möchte fast sagen Jahrzehnten, mit jedem Jahr gewachsen ist. Wir werden ein bisschen was sagen zu unserer Mitgliederstruktur und dem Zuwachs. Also wir haben immer so einen kleinen Block am Anfang, wo wir ein bisschen vereinsmeiern, aber keine Sorge, nicht allzu lang. Und wir werden natürlich auch in einem Jahresrückblick die digitalpolitisch oder technologiepolitisch wichtigen Fragen hier kurz kommentieren. Im Wesentlichen beschränken wir uns aber natürlich dabei auf die Gesellschaft an sich ein bisschen bewegt hat und nicht jedes einzelne Detail
Denn mittlerweile ist ja so eine Technologiepolitik, Netzpolitik, Digitalpolitik kein Nischenthema mehr, sondern längst irgendwie in allen Bundesministerien und Landesministerien angekommen. Das ist so ungefähr, was wir hier machen, und wir gehen nicht mehr chronologisch vor, wer sich an früher erinnert, sondern wir haben mit eher so nach Wichtigkeitsclustern organisiert. Wir beginnen also mit unserer Mitgliederstruktur. Ja, wie man sieht, ist es auch immer noch so, dass der Chaos Computer Club wächst. Wir haben im letzten Jahr wieder einen etwas größeren, oder in diesem Jahr, einen Anstieg gehabt des Zuwachses. Man muss bei dieser Statistik ein bisschen vorsichtig sein. Das Jahr 2014 war so ein bisschen speziell. Das war so dieser Kontext Snowden. Und da sind wir natürlich in dem Zusammenhang deutlich schneller gewachsen als die Jahre zuvor. Aber man sieht schon, dass wir ein relativ konstantes Wachstum haben, was auch zeigt, dass wir uns als Verein immer noch als sehr relevant ansehen und dass es auch viele Menschen da draußen gibt, die sagen, ja, das ist eine Idee, die müssen wir unterstützen und die ist in der Zukunft auch wichtig. Und dafür ein großes Dankeschön an alle, die eben diesen Verein auch über viele Jahre unterstützt haben und natürlich auch an die, die sich entschieden haben, uns weiterhin zu unterstützen. Der Chaos Computer Club ist tatsächlich nur durch seine Mitglieder getragen. Das heißt, wir sind nicht aktiv unterwegs beim Spendensammeln oder sonst wie Geld antreiben, sondern die Arbeit des Clubs wird durch seine Mitgliederbeiträge finanziert. Und auf diese Unabhängigkeit sind wir auch sehr stolz, und die ermöglicht uns auch einen sehr viel größeren Handlungsspielraum in der Politik als bei irgendwelchen anderen Organisationen, die sich dann halt um die Belange ihrer Sponsoren kümmern müssen. Also auch im Also das ist natürlich auch etwas, was wieder auf den Kongress zurückschlägt. Also das ist genauso, wie der Kongress durch alle Teilnehmer mitgetragen wird und dass wir eben sehr, sehr viele Engel haben, die sich darum kümmern, dass dieser Kongress funktionieren kann und dass wir auch eben fast jedem den Eintritt irgendwie ermöglichen können, bis auf das Problem des Wachstums eben, versuchen wir genau so auch den Verein funktionieren zu lassen, sodass wir unabhängig sein können, unabhängig von Autoritäten, die uns irgendwie einschränken in dem, was wir tun wollen. Und da dann eben auch ein großes Dankeschön an alle, die eben den Kongress möglich machen und auch den Verein möglich machen, weil dieser Verein funktioniert nur so, weil ihr Mitglieder seid. Das Office liefert uns immer ganz schöne Statistiken. In diesem Fall freundlicher Reminder aus dem CCC-Office. Einige eurer PGP-Keys sind abgelaufen, die müsstet ihr mal erneuern. Teilweise sind die auch ungültig oder fehlen. Also bitte einmal kurz die alljährliche PGP-Key-Kontrolle machen. Die Frage ist, ob diese Zahl statistisch für alle Deutschen irgendwie auch gilt, die einen PGP-Key haben. Ich glaube, für alle Deutschen, die einen PGP-Key haben. Ich weiß nicht, ob das genug Leute sind, um wirklich Statistiken zu machen. Vielleicht, wenn wir die E-Mail dazu nehmen. Bei der E-Mail wird dein Schlüssel ja automatisch erneuert, das ist ja nicht deiner, insofern. Wir können das auch anders visualisieren. Wir haben ja Data Scientists. Mach mal. Visualization Visits haben wir. Wir können das auch bunt. Diese Folie muss man leider trotzdem ein bisschen erklären. Je heller die Farbe ist, desto mehr Mitglieder sind dort verortet. Und das ist eben so eine Heatmap. Das heißt, da wo lila ist, müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Da wo gelb ist, ein bisschen weniger. Man kann halt ganz gut sehen, dass sich unsere Mitglieder auch relativ breit über Deutschland verteilen. Natürlich ergibt sich auch bei uns so, dass man so diese Ballungsräume, wo mehr Menschen leben, erkennen kann. Aber es ist eben schön zu sehen, dass wir eigentlich überall eine Verteilung von Mitgliedern haben und dass es nicht irgendwie so ein regionales Phänomen ist, sich mit den Themen und den Zielsetzungen des Chaos Computer Clubs auseinanderzusetzen.
Dazu kommt, dass wir nicht nur Mitglieder in Deutschland haben, sondern auch etwas weltweit verteilt. Da sind jetzt explizit die aus Deutschland nicht drin. Wir haben einen ganz großen Block eben von Mitgliedern aus der Schweiz, aus Österreich und eben auch außereuropäisch aus den USA. Was sehr schön ist. Großbritannien auch außereuropäisch. Ne? Ah ja, stimmt, das auch. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Und wenn man so viele Mitglieder weltweit hat, dann interessieren sich natürlich viele für diese Mitglieder und denken, ja, machen wir doch mal eine Hausdurchsuchung. Das hat uns dieses Jahr gleich zweimal beschäftigt. Es gibt dazu auch einen Vortrag heute von Kubi und Christine. Der ist um 16.10 Uhr, glaube ich, heute. Aber heute. Heute, müsst ihr hin. Begründung für diese Hausdurchsuchung waren einfach so wunderschön absurd, dass sie einem auch vor Augen führen, dass man Hausdurchsuchungen eben auch einfach mal so bekommen kann. Es gab einen Reiseführer für Krawalltouristen, der hieß Augsburg für Krawalltouristen und richtete sich da auf politische Demonstrationen in Augsburg. Das wurde von den Strafverfolgungsbehörden als Aufruf zur Gewalt wahrgenommen. Und da auf diesem Reiseführer eine Rise-Up-E-Mail-Adresse als Kontakt angegeben war, haben sich die Strafverfolgungsbehörden gedacht, na, haha, die waren ja doof, die haben ihre eigene Domain angegeben. Wer ist denn dieses Rise-Up? Okay, das sind irgendwelche in den USA, die irgendwie Hosting für politische Gruppen machen. Aber die Zwiebelfreunde sammeln ja Spenden für diesen E-Mail-Provider, der in den USA sitzt. Warum reiten wir nicht einfach mal bei denen ein? Und dann nicht vielleicht einfach nur bei denen, sondern bei den Vereinsvorständen direkt überall? Und auch noch bei den Familien zu Hause? Also genau, die haben Familie, die waren dann, eine Person war auch gar nicht dort, da wurde dann eben die Familie geradet, warum auch nicht, Hauptsache man hat mal was getan. Die Zwiebelfreunde haben sich gegen diese Hausdurchsuchung gewehrt und haben auch, weil das einfach so dermaßen unsinnig begründet war, auch relativ schnell festgestellt bekommen, dass das unrechtmäßig war. Ändert natürlich nichts an dem ganzen Material, was für mehrere Wochen in den Händen der Polizei war, inklusive Spenderlisten, Mitgliederlisten und sonstigen. Da empfiehlt sich also auch für jeden Space die Überlegung der OPSEC, welche Daten man wohl wo so aufhebt und in welcher Form man die verwahrt und nicht. Also ein wichtiger Aspekt, den ich sehr erwähnenswert finde, ist, dass dort nicht Beschuldigte durchsucht wurden, sondern Zeugen. Gut, dass das heißt, man hat nie angenommen, dass sie jetzt irgendwie beschuldigt sind oder man hat es ihnen zu dem Zeitpunkt nicht gesagt. Wir haben eine Änderung der Gesetzgebung auch im letzten Jahr gehabt, was die Aussagen von Zeugen betrifft. Und seit dem letzten Jahr sind, ich meine, es ist letztes oder es ist vorletztes Jahr gewesen, sind auf jeden Fall Zeugen zur Aussage verpflichtet. Beschuldigte nicht, die haben das Recht, einen Anwalt zu nehmen. Als Zeuge ist man grundsätzlich zur Aussage verpflichtet, weil man sich als Zeuge ja niemals selbst belasten kann. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Tendenz. Man sollte sich auch vor Augen halten, dass man sich zukünftig, wenn man denn als Zeuge bei einer Hausdurchsuchung zum Opfer wird, ob man denn wirklich nicht vielleicht besser sagt, naja, ich könnte mich selbst belasten, vielleicht bin ich ja Beschuldigter, ich kann die Aussage jetzt nicht tätigen, weil könnte ja sein, dass mir das zu Nachteil ist. Der Chaos-Treff Dortmund hat auch Besuch bekommen, beziehungsweise da war es direkt das ganze Haus. Die wohnen in so einem Gebäude, wo mehrere Projekte ansässig sind, unter anderem der Wissenschaftsladen. Und da stand ein Server, wo auch so ein Community-Hoster war, der also datensparsamen Initiativen Hosting-Infrastruktur bietet. Und auf diesem Server befand sich etwas, das französische Polizeibehörden ungerne im Internet haben wollten. Weshalb dann eben auch direkt das ganze Haus durchsucht wurde, auf der Suche nach diesem Server angeblich. Sie haben sich dann relativ lange im Keller abgemüht an einer bestimmten Tür. Und sind eben auch in alle anderen Räume reingegangen. Das heißt, wir mussten nachher uns erstmal darüber streiten, ob denn der Chaos-Treff Dortmund durchsucht wurde oder
ob die Polizei einfach nur da war, denen gesagt hat, sie dürfen nicht telefonieren. Aber es ist ja jetzt nicht unbedingt eine Durchsuchung, wenn die Polizei sich einfach mal ins Haus kommt, um das zu sichern und sich da ein bisschen umschaut. Außerdem war die Polizei ja auch total freundlich. Der hat ihnen zwar gesagt, sie müssen die Handys auf den Tisch legen und dürfen die nicht anfassen, was selbst bei einer Hausdurchsuchung nicht in Ordnung ist, weil man darf ja seinen Anwalt anrufen. Aber die Polizei hat sie nicht festgehalten, darauf legt die Polizei Wert, weil die hätten ja jederzeit gehen können und ihren Space einfach der Polizei so überlassen können. Also echt ein großzügiges Angebot an der Stelle. Auch da sehen wir unsere territoriale Integrität unserer Hackerspaces gefährdet und würden uns da einerseits wünschen, dass das aufhört und andererseits eben von allen auch wünschen, darauf vorbereitet zu sein. Deswegen gibt es abschließend zwei Hinweise. Der erste Hinweis ist eine Bitte des CERT, das uns darum bittet, darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem abgebildeten Gegenstand, der ja hier rot 3D-Druck Modell einer Atombombe konfisziert wurde bei der Durchsuchung der Zwiebelfreunde, das CERT weist uns darauf hin, dass es sich dabei nicht um einen sogenannten Buttplug handelt. Und ein weiterer Hinweis, der notwendig war oder der von der Datenschleuder dann gegeben wurde, war das Verhalten bei Hausdurchsuchungen, denn die aktuelle Datenschleuder gibt es mit Gimmick. Da kriegt ihr also einen Aufkleber, den ihr euch an die Tür machen könnt, wo drauf steht, wie man sich zu verhalten hat, wenn denn ungebetener Besuch Einlass begehrt. Das sollte man auch, glaube ich, wer das selber mal erlebt hat, nicht so kleinschreiben. Ein Hinweis, der eben mit dieser Datenschleuder kam, oder aber auch Rufnummern von Anwälten, die man in so einem Fall, auch wenn man eben nur wie hier Zeuge war, anrufen kann, sind tatsächlich eine wichtige Sache, denn die Nervosität, die einen dann ergreift, in der Regel ist es ja auch früh morgens, die ist nicht unerheblich, und dann sozusagen eine kleine Handlungsanweisung dazu haben und eine Nummer parat zu haben, ist so verkehrt nicht. Wer darüber mehr Details will, Christine und Cubi, wir verweisen nochmal darauf, werden auch gerade auf dieses Verhalten bei Hausdurchsuchungen hinweisen. Also wer jetzt die Datenschleuder nicht hat, aber die meisten, also werden die wahrscheinlich im Briefkasten gefunden haben, bevor sie abgereist sind. Wir haben also wieder eine Redaktion, die sich kümmert um die Datenschleuder. Ich kann mit hoher Sicherheit... Ich kann mit ganz hoher Sicherheit sagen, dass diese Redaktion weiterarbeiten möchte. Sie hat auch viele technische Mittel, mit denen sie sich im letzten Jahr intensiv auseinandergesetzt hat, um diese Datenschleuder zu erstellen. Ich glaube, viele Mitglieder, die noch einige Zeit gewartet haben, haben sich sehr gefreut, ein Papierheft wieder in der Hand zu haben. Wir werden aber, wie es in den vergangenen, weiß ich nicht, ungefähr 180 Jahren üblich war, auch eine digitale Versionen online stellen unter ds.ccc.de. Wir bedanken uns also sehr bei der neuen Redaktion. Und wir werden mit diesem Dank sozusagen jetzt ein bisschen diesen Mitgliederteil abschließen und gehen in den inhaltlichen Teil über. Einen kleinen Hinweis müssen wir noch machen, weil wenn sich unter euch Leute befinden, die Datenschleuder nicht ihr eigen nennen, dann könnte das damit zusammenhängen, dass ihr noch gar nicht Fördermitglieder des CCC seid, und dafür ist das CCC Office on Tour hier mit dem Vereinstisch vertreten, und das möchte nochmal darauf hinweisen, dass natürlich Fördermitglieder die Datenschleuder Freihaus bekommen und dass sie sich freuen, jetzt nach einer längeren Pause das auch wieder offensiv bewerben zu können, und außerdem aggressive Vermarktung des Vereinstisch CCC Office on Tour. Es gibt da heute auf dem Kongress die Bezahloption, ohne jedwede elektronische Spuren zu hinterlassen. Da könnt ihr also schon mal sehr geheim und clandestin Fördermitglieder im Chaos Computer Club werden. Also, und die Datenschleuder shoppern, wenn ihr sie wollt, mit der Hausdurchsuchungshinweiskarte. Also ich weiß nicht, wie viele Kisten die mitgebracht haben, aber ich denke mal, wir werden schon noch ein paar haben. Man kann übrigens auch ein paar ältere Datenschleudern kaufen, habe ich gehört. Wer möchte? Okay. Dann schließen wir diesen Teil ab und gehen ein bisschen zum Inhaltlichen über, obwohl da ein gewisser Zusammenhang ist, weil auch
hier ist es nicht immer so, dass nur irgendwie dieselben und die aus Berlin aktiv werden, sondern wir auch ein gewachsenes Maß an Aktivitäten haben, die aus den ERFAs kommen. ERFA ist die Abkürzung für Erfahrungsaustauschkreis und ist sozusagen immer ein regionaler Ableger, von denen wir eine ganze Menge haben. Ihr habt die Karte ja vorhin so ein bisschen gesehen. Die Hessen haben sich hier zusammengetan, gemeinschaftlich auch eine Webseite gemacht, hessentrojaner.de, um auf die Entwicklungen in Hessen hinzuweisen. Denn Hessen war das erste Land, was nicht nur einen Staatstrojaner ins Polizeirecht einführen wollte, sondern insbesondere einen Inlandsgeheimdienst, hier das Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen, mit einem Staatstrojaner auszustatten. Dagegen hat sich relativ schnell relativ breiter Protest, nicht nur unter Bürgerrechtsorganisationen, sondern auch unter den zahlreichen Sachverständigen, die dort eingeladen waren in den Hessischen Landtag. Wir sehen hier ein Bild des FIF. Auch das FIF war dort als Sachverständiger geladen, aber auch sehr viele Juristen. Sie hatten aber auch Initiativen, zum Beispiel antifaschistische Initiativen, weil es eben um den Geheimdienst ging. Also da waren mehr Aspekte in diesem Gesetz als nur der Staatstrojaner. Aber insbesondere war, glaube ich, wichtig, dass sich die ERFAs zusammengetan haben und faktische Informationen zusammengestellt haben. Wir haben gestern ein bisschen darüber geredet in dem Polizeigesetz-Vortrag, der, glaube ich, auch schon online ist, gestern Abend. Wir haben vor allen Dingen aber auch eine schriftliche Stellungnahme abgegeben, die zusammen mit einigen Aktiven in Hessen geschrieben wurde und bei ccc.de natürlich online ist. Letztlich können wir einen gewissen Erfolg verzeichnen, aus meiner Sicht sogar relativ überraschend, war selber im Landtag bei eisiger Kälte übrigens noch mit so einer Demo davor, im Februar oder so. Ich war selber in diesem Landtag und es sah erst nicht so aus, als wenn die irgendeine Form von Zurückrudern versuchen. Aber tatsächlich wird dieser Staatstrojaner nicht für den Inlandsgeheimdienst, sondern im Fall von Hessen eben für die Polizei ermöglicht, aber eben nicht für Geheimdienste. Denn die Problematik ist natürlich eine andere in Bezug auf die Kontrolle. Also insofern war es ein Erfolg, leider war es aber auch der Beginn von sehr vielen, irgendeiner von euch muss einen weiterdrücken, für sehr viele weitere Polizeigesetze, auf die wir hier nicht im Detail eingehen wollen, mit zwei Ausnahmen von Bundesländern, die Novellen des Polizeirechts beschlossen haben, haben die aber alle verschiedene Formen von Staatsrollen erhalten. Das ist also eine Entgrenzung aus meiner Sicht und auch eine Normalisierung dieses staatlichen Hackens. Hat aber andererseits auch die größten Proteste, die wir seit Jahren hatten, auch wieder auf die Straße gebracht. Und dann auch noch ein bisschen Berliner Schmach, aber damit müssen wir jetzt auch mal leben und die auch mal dafür mögen. In München hat echt eine ziemlich großartige erste Protestdemo auf die Beine gestellt, die, glaube ich, auch bundesweit ausgestrahlt hat. Wir sehen hier ein Beispiel zum Beispiel aus Hannover, die am Bahnhofsplatz eine Demo hatten. Also viele andere Protestgruppen haben sich danach ebenfalls gegründet und versucht, gegen die regionalen Gesetze hinzuweisen. Wer darüber mehr wissen will, kann sich den Vortrag von gestern anhören. Ich kann eigentlich sagen, dass im CCC in allen betroffenen Bundesländern auch die regionalen ERFAs und Chaos-Treffs sich eingebracht haben und sich bei den Protesten mit engagiert haben. Ja, also im Vortrag gestern ist ja schon vieles angesprochen worden und ich selbst war bei der Demonstration in Niedersachsen dabei, in Hannover. Und man muss sagen, dass es definitiv eine der größten Demonstrationen waren, die wir seit langem dort hatten. Und um sich mal zu vergegenwärtigen, was dort eigentlich für Gruppierungen gleichzeitig angepackt haben. Wir haben selbst die Ultras der verschiedenen Fußballvereine in Niedersachsen dazu bewegen können, sich gemeinschaftlich an dieser Demonstration gegen das Polizeigesetz zu wenden. Und wer schon mal irgendwie im Hannoveraner Bahnhofsbereich unterwegs gewesen ist, zu einem Zeitpunkt, wo so ein Hannover-Braunschweig-Spiel stattfindet, der weiß, dass das meistens nicht ganz einfach ist, sich dort zu bewegen. Was wirklich spannend ist, ist, sich anzugucken. Na, die Polizei, die hat halt so gesagt, es waren so 8.300 Teilnehmer, wohingegen der Veranstalter gesagt haben, es waren 15.000. Normalerweise hat man da Differenzen drin. Das ist fast das Doppelte. Und ich habe am Rande, weil ich die Zeit genutzt habe, mir das mal von oben anzugucken, in der DB-Lounge so eine Diskussion mit angehört, da unterhielt man sich, die Polizei war da schon zugegen und die guckten da aus dem Fenster und sagten,
Das sind aber keine 5000 Leute. Das notieren wir jetzt erstmal. Das war aber eine halbe Stunde, bevor die Demo losgehen sollte. Ich weiß, dass Freiheitsfu eine Anfrage gestellt hat, wie diese Zahlen denn von der Polizei eigentlich ermittelt worden sind. Dort hat man nur fast alle Fragen geantwortet, das dürfen wir euch nicht sagen, weil dann würden wir unsere Verfahren offenlegen. Und genau mit diesen Zahlen ist dann auch wieder im Landtag gespielt worden, wo man dann irgendwie gesagt hat, naja, das waren ja nur 8.300 Leute und die Opposition hat gesagt, nee, guck mal, da waren so 15.000 Leute. Was eine ganz spannende Konstellation ist, weil es eigentlich vollkommen egal ist, wer in dieser Demo mitgelaufen ist. Da standen Leute am Straßenrand, haben applaudiert, da standen Leute am Fenster und haben Banner rausgehangen, die gar nicht in diesem Zug mitgelaufen sind. Und es ist eine der größten Demonstrationen, die wir in Hannover lange gehabt haben und das zeigt schon etwas. Und diese ganze Debatte, auch wenn man sich die anderen Bundesländer so anguckt, wird immer so auf der Basis geführt, naja, die stellen sich an, die haben das eigentlich nicht verstanden, was diese Gesetze wollen und das wird alles irgendwie hochgespielt und die Kritik ist nicht gerechtfertigt. Wir wollen das ja alles nur gegen Terroristen. So, da will man in Niedersachsen einführen, dass man Gefährder für 74 Tage festhalten kann. Das ist so die Zahl, die da gerade auf dem Tisch liegt. Die sperrt man einfach mal so ein, weil sie Gefährder sind. Aber das macht man nur mit Terroristen. Das steht aber leider nicht im Gesetz drin. Und der Punkt ist auch, dass gar nicht so richtig definiert ist, naja, was ist jetzt ein Terrorist? Und ab wann geht man damit um? Da gibt es so verschiedene Vorstellungen, wo das denn so anfängt. Und da gehört schon zu, dass man eventuell irgendwie in den Bahnverkehr kritisch eingreift, wenn wir jetzt an Castor-Transporte denken. Da denkt man auch drüber nach, ob das nicht vielleicht terroristische Akte sind. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen und das ist eben nicht nur in Bayern so und das ist eben nicht nur in Nordrhein-Westfalen so, sondern das ist eigentlich das, was all diesen neuen Polizeigesetzen zum Grunde liegt. Und da seid ihr alle gefordert, dagegen auf die Straße zu gehen, weil das muss öffentlich sein. Wir haben gestern dazu, will ich jetzt nicht nochmal wiederholen, auch Forderungen aufgestellt. Wir haben hier in Niedersachsen auch eine schriftliche Stellungnahme abgegeben, also ein Autorenteam wieder. Wir werden die Debatte 2019 behalten, weil noch nicht alle der Polizeigesetze in den Ländern beschlossen sind. Und hier geht es natürlich auch nicht nur um Staatstrojaner, hier geht es teilweise um Videoüberwachung, hier geht es auch um Personenüberwachung mit Biometrie. Wir haben die Problematik von erweiterter DNA-Analyse in einigen Polizeigesetzen, die erwähnte Ingewahrsamnahme, also Präventivhaft. Wir haben den ganzen Begriff des Gefährders, also sind eine Menge Streitpunkte. Ich denke, da werden wir hier nicht weiter drauf eingehen. Wer sich darüber informieren will, kann es tun in unseren Stellungnahmen. Wir wollen nur dazu auffordern, sich auch im Jahr 2019 dagegen zu engagieren. Einige Bundesländer stehen noch aus und wer sich da näher informieren will, kann den Vortrag gestern klicken. War aber nicht unser einziges Thema, sondern wir haben, wenn ihr euch erinnert, da wollen wir vielleicht einen kleinen Rückgriff auf das Jahr davor machen, diesen Telekom-Router-Problem-Hack. Also wir haben ja schon seit einer Weile den Versuch unternommen, uns an dem Prozess zu beteiligen, der entstanden ist, nachdem die Telekom da so eine mittelgroße Sicherheitsschwankung hatte, weil sie Kollateralschaden war mit einigen 10.000 Routern bei so einem kleinen Botnet. Und danach ist halt so ein Prozess entstanden auf Regierungsebene zwischen Ministerien und dem BSI, um sowas wie eine technische Richtlinie, dafür steht dieses TR, technische Richtlinie, für Plaster-Router zu entwickeln. Und wir haben dazu ja schon eine Weile Forderungen aufgestellt und haben uns dann halt zusammen mit den Freifunkern, die den Großteil der Arbeit gemacht haben an dieser Stelle. Und den OpenWRT-Leuten. Genau, den OpenWRT, der OpenWRT-Community, daran beteiligt. Das heißt, da gab es so diverse Sitzungen und so diverse Einreichungen von Stellungnahmen und Papieren und Gegenstellungnahmen. Und das ist jetzt zu einem Abschluss gekommen in der ersten Runde, der, muss man leider sagen, für irgendwie Menschen, die sich da irgendwie zeitlich engagiert haben, eher so ein bisschen frustrierend ist, weil, muss man klar sagen, diese Runde haben die Lobbyisten der Kabelanbieter gewonnen, die also mit allerdreistesten Mitteln da vorgegangen sind in den Sitzungen,
und wo sich das BSI hat auch einfach mal hart unterbuttern lassen und am Ende ist da halt so eine Wischiwaschi, so eine Wischiwaschi-Regelung rausgekommen, die im Wesentlichen aus Kann-Regelungen besteht, was dazu führt, dass es halt keine Marktmechanismen gibt, die wir eigentlich angestrebt haben. Also unser Ziel dabei war, dafür zu sorgen, dass es eine Möglichkeit gibt für Hersteller, sich zu differenzieren, indem sie sowas wie Sicherheitsupdates verpflichtend angeben müssen, wie lange die und ab in welcher Reihenfolge die kommen, beziehungsweise in welcher Geschwindigkeit. Und wir wollten selbstverständlich auch zusammen mit der OpenWRT-Community durchsetzen, dass jeder Router mit einer freien Software updatebar sein können muss. Und das sind momentan halt Kann-Regeln. Wir haben da relativ intensiv geklotzt danach, nachdem diese TA dann publiziert wurde. Und das BSI hat sich da auch, muss man sagen, so ein bisschen angefressen gezeigt. Also die haben dann noch relativ stark versucht, da PR-technisch gegenzuhalten und meinen, das sei doch alles gar nicht so. Gut, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wir vermuten mal, es geht dann nochmal in eine weitere Runde und da sind wir dann mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin ehrlich gesagt von diesem ganzen Prozess ziemlich enttäuscht. Also wir haben uns ja zwei Jahre nach diesem Routerausfall kommt diese technische Richtlinie, die ja ohnehin erstmal nur ein Blatt Papier ist. Die müssen jetzt halt Leute adaptieren und schon in dieser Richtlinie steht eigentlich nichts drin, was den Herstellern wehtun würde. Ja, diese Diskussionen waren immer so, das wäre aber ein Problem für uns und das haben wir schon. Also in anderen Worten, die haben dann irgendwie ihren Kram von vor zwei Jahren festsetzen lassen, sich gegen jedwede Form von wirklich, wo man mal einen großen Schritt machen muss, zu dem man sich auch verpflichtet, haben sie sabotiert und das war einfach tatsächlich für die Leute, die von uns dort waren, Frank, ich, Mirko, immer äußerst frustrierend da zu sehen, dass wirklich fern der Sache diskutiert wird. Vielleicht noch einen kurzen Punkt zu der alternativen Firmware. Ich denke, dass das eine relativ wichtige Forderung ist. Die klingt so ein bisschen, ja, die Freifunker wollen immer eine freie Firmware haben. Das sind die einzigen, die für uralte Geräte noch ernstzunehmenden Support bieten. Die vernünftig euch auf den 10 Jahre alten Router sagen, wunderbar, kriegt ihr hier eine brandaktuelle Firmware drauf, die alles aus dem Gerät holt, was es kann, dass es alle neuen Standards unterstützt, was diese Hardware irgendwie machen kann. Diese Geräte haben die Hersteller längst abgeschrieben. Und abgeschrieben heißt in dem Fall, gibt kein Update mehr, könnt ihr in die Tonne kloppen. Und diese Geräte wurden ja auch hergestellt aus Ressourcen, aus Materialien. Und da gibt es in der Regel keinen Grund, die wegzuwerfen und noch schlimmer, sie weiter zu betreiben und dann eben Angriffen ausgesetzt zu sein. Also ich denke, wir hatten ein gewisses Momentum. Deswegen erwähnte ich am Anfang den Telekom-Router-Hack, der einfach mehrere hunderttausend Geräte betroffen hat, was so ein bisschen Druck erzeugt hat. Aber letztlich muss man sagen, dieses Momentum ist natürlich einfach, weil die Zeit auch vergangen ist, vorbei. Wir hatten kritische Berichterstattung, nachdem die Richtlinie raus war. Also es gab einige Journalisten, die durchaus sehr kritisch berichtet haben. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite auch die Pressemitteilung der Verbände, also sozusagen der Betroffenen, die sich natürlich sehr lobend äußern. Also mal sehen, meine Hoffnung ist noch nicht so ganz verschwunden, dass es da möglicherweise in Zukunft, vielleicht haben wir ja auch einen neuerlichen Telekom-Hack oder so, der uns wieder Momentum geben könnte. Vielleicht schreiben wir einfach eine TR und dann können die Leute die erfüllen. Also die wichtigste Erkenntnis für uns daraus war halt, nein, das war ein Scherz. Diese TR noch ganz. Ich muss das kurz anbringen. Diese Gespräche verlaufen ungefähr so, dass die alle da am Tisch eigentlich von der Idee getrieben sind, ein Distinktionsmerkmal gegenüber anderen, im Zweifelsfall ausländischen Herstellern zu haben. Ja, die sitzen da irgendwie so, ja, dieses Feature, ja, das könnten aber die chinesischen Hersteller auch einfach umsetzen. Das reicht nicht. Wir müssen irgendwas Spezielles haben für uns. Wir hatten da wirklich sehr nah den Eindruck, dass es nur darum ging, irgendwelche schönen Deutschland-Siegel auf irgendwelche Pakete zu drucken, um damit höhere Preise zu rechtfertigen. Aber nicht wirklich darum, mal ernsthaft zu sagen, okay, wir machen hier mal einen Schritt vorwärts und definieren Sicherheit als Prozess und committen uns. Ja, geht ja los mit der Forderung zum Haltbarkeitsdatum. Wir haben gesagt, schreibt das doch bitte auf den Karton drauf.
Ja, dass man im Laden sehen kann, aha, diese Tüte Milch ist bis nächste Woche gültig und dieser Plastikrouter bis in 10 Jahren. Und daraus wurde, man kann das auf die Webseite schreiben. Nee. Ohne irgendeine Mindestanforderung. Also wenn da steht, ist gestern abgelaufen, 50% billiger, dann wäre das quasi auch von dieser Richtlinie gedeckt. Also für uns war halt eine wesentliche Erkenntnis, die wir auch jetzt im nächsten Jahr in die Arbeit einfließen lassen, ist, das BSI hat sich da echt nicht mit Ruhm bekleckert. Muss man einfach mal klar so sagen. Die Moderation der Diskussion war so, dass man sich stellenweise fragte, was tut das BSI da eigentlich so? Warum sind die eigentlich da? Die haben halt die Verbände da, die Lobbyisten, insbesondere der Kabelbetreiber, halt einfach machen lassen. Auch wenn die da die Unwahrheit erzählt haben, hat sie niemand korrigiert. Und da ist halt vollkommen klar, wenn das BSI eine Rolle spielen will in so einer Diskussion, wenn sie Standards setzen wollen für technische Sicherheit in Deutschland im Digitalbereich, dann müssen sie da aktiv sein. Dann müssen sie da Dinge durchsetzen und nicht nur so ein bisschen moderieren, so zwischen den Lobbyverbänden und hoffen, dass dabei irgendwas rauskommt. Ist vollkommen klar, dass wir haben immer gesagt, es ist gut, dass es eine zivile Institution wie es das BSI gibt. Allerdings, diese Router-TA ist ein klares Zeichen dafür, dass es in der jetzigen Form, in der jetzigen Konstitution mit der ja sag mal, dem Dienstauftrag, der da offensichtlich passiert war, nicht hilfreich ist. Aber zu den besseren Nachrichten, wenn das BSI nicht liefert, dann müssen wir eben aus der Community nachliefern. Mit Community meine ich an der Stelle die Freifunker, die mit uns in vielen Erferkreisen eng verwoben sind. Zuweilen enge Freundschaften, zuweilen technischer Austausch, zuweilen personelle Überschneidungen beim Einrichten von Werkzeugen für die digitale Mündigkeit in zum Beispiel Unterkünften für Geflüchtete, beim Bereitstellen von Informationen im Rahmen des Chaos macht Schule-Projekts sind die Freifunker einfach immer ganz vorne mit dabei, sind hier auch mit einer echt fetten Assembly im Assembly-Bereich vertreten. Und die hatten im Laufe des Jahres so ein Problem, dass nämlich in einigen Bundesländern wie selbstverständlich als frei, als gemeinnützig anerkannt wurden und in anderen Bundesländern das so ein bisschen geschliffen hat, dass zum Beispiel in Schleswig-Holstein, gut, sie hatten da ein bisschen Unterstützung politischer Natur, aber dann kam irgendwie die neue Legislatur und dann ist das Projekt, die zur gemeinnützigen Vereinigung zu erklären, dann wieder unter Wasser gegangen und dieses Jahr hat es dann endlich geklappt. Sie sind so im November war es, glaube ich, gab es dann von CDU, Grünen und FDP einen Antrag, dort auch den im Land Schleswig-Holstein die Freifunker gemeinnützig zu machen. SPD hat noch einen alternativen Gegenvorschlag gebracht, der sich nicht groß unterschieden hat. Aber der Chaos Computer Club wurde dann gefragt, sag mal, was haltet denn ihr davon, die Freifunker gemeinnützig zu machen? Oh. War jetzt nicht so schwer. Wir haben uns gerne hingesetzt, haben eine längere Stellungnahme verfasst. Eine kürzere Stellungnahme. In der wir wirklich mit sehr warmen Worten die Freifunker empfohlen haben, weil das digitale Ehrenamt, was quasi dort seit mehr als 10 Jahren von den Freifunkern auch mit Freude und Bravour ausgefüllt wird, sollte in unserer Zivilgesellschaft genau die Anerkennung finden. Deswegen freuen wir uns auch, dass der Antrag am Ende angenommen wurde und die Freifunker jetzt in den meisten Bundesländern die Möglichkeit haben zu kooperieren, ohne irgendwelche bürokratischen Hürden mit Anerkennung von Spenden, mit Verwendung von Mitteln und Hardware zwischen den unterschiedlichen Regionalverbänden. Und freuen uns da ganz ernsthaft, dass dann auch unser Engagement dort Berücksichtigung gefunden hat. Und Glückwunsch. Wir freuen uns aber leider nicht das ganze Jahr. Wir hatten auch noch ein eher unangenehmes, länger laufendes Projekt. Wer das nicht weiß, Südkreuz ist ein Bahnhof, ein größerer, relativ neuer, also umgebauter Bahnhof in Berlin. Da lief schon länger ein biometrisches Pilotverfahren. Da hat man 3 kommerzielle Anbieter getestet bei der Gesichtserkennung. Und das war so ein, im Prinzip war es ein Prestigeprojekt von dem Vorgänger unseres Heimatministers, nämlich noch von de Maizière, der sich auch 2-mal höchst selbst nach Südkreuz begeben hatte, was natürlich die Aufmerksamkeit der Presse sehr erhöht hat. Sein Nachfolger allerdings hat sich eigentlich im Wesentlichen gar nicht dazu geäußert, außer in einer sehr, sehr kurzen, in einem kurzen Statement, nachdem der Abschlussbericht rauskam, dass wir jetzt erst zum Ende des Jahres sind.
Er hat also quasi diese, er hat mein Prestigeprojekt nicht fortgeführt, hat aber immerhin schriftlich, also das Ministerium hat eine Pressemitteilung zum Abschlussbericht rausgegeben und eben durch die Bundespolizei diesen Abschlussbericht. Der ist eine, das haben wir auch so sehr deutlich in einer sehr langen Pressemitteilung, nachdem wir uns diesen Abschlussbericht durchgelesen haben, so dargestellt. Der ist eine dreiste, unwissenschaftliche Beschönigung. Der zeigt sozusagen die Zahlen, ja, Entschuldigung, bin schon wieder empört. Ja. Ich habe mich tatsächlich darüber sehr geärgert. Zum einen, weil sie die Zwischenergebnisse nicht rausgegeben haben, sondern den Zwischenbericht geheim gestempelt haben, weil sie sich nicht mal Mühe geben. Und ich meine, wir haben eine Biometriegruppe im CCC, die arbeitet, glaube ich, jetzt seit 13 Jahren. Und ihr habt gestern ja Ergebnisse davon gesehen bei dem Venenhack. Die haben nicht mal die Zahlen rausgehauen, dass wir nachvollziehen können, was da wirklich passiert ist. Sie haben dafür immerhin von einigen sehr angesehenen wissenschaftlichen Institutionen in Deutschland die Unstatistik des Monats verliehen bekommen. Die größte Klatsche, die es gibt im Bereich der statistischen Auswertung. Also das ist eine, in keiner Weise ein wissenschaftlicher Bericht oder auch nur wirklich aussagekräftig, um das auszuwerten. Alle drei Hersteller haben sie dann als virtuelles Ergebnis zusammengefasst, damit sie überhaupt Erkennungsraten hatten, die nicht super peinlich sind. Stimmt aber nicht mal für alle sozusagen Standorte, wo sie die Gesichter von allen Passanten aufgenommen haben. In etwa im Türbereich gibt es einen der kommerziellen Anbieter, die schaffen nur 10-12%. Also die Ergebnisse sind auch noch, ach, es ist alles sehr ärgerlich. Es ändert leider nichts daran, dass dieses Projekt in modifizierter Form an dem gleichen Bahnhof fortgeführt wird. Und zwar ohne Biometrieerkennung, also ohne, dass alle Passanten dort biometrisch erfasst werden, sondern mit einer Form von Anomalieerkennung. Da will man also ruckartige Bewegungen, wenn jemand umfällt, messen. Dafür werden die jetzt zunächst mal ein paar Schauspieler engagieren, damit sie dem Computer solche Szenen vorgeben können. Also sie werden, ja, also wir hoffen ja, dass sie diese Statisten ausschreiben, da würden wir uns vielleicht melden. Also man könnte dazu viel mehr sagen. Wir hätten uns das eigentlich auch gewünscht, aber wir haben jetzt hier im Rückblick nicht so sehr viel Zeit. Wir wissen, dass es davon schon Ableger gibt, etwa in Mannheim mit 76 Kameras, die auch Biometrie erfassen wollen. Das ist rechtlich natürlich hoch umstritten, weil man hier eine Personenüberwachung macht und so eine Form gibt von, de Maizière hat das auch immer Videoüberwachung genannt, aber das ist natürlich qualitativ halt vollkommen andere, wenn ich die Körperdaten vermisse. Und also da ist auch eine sprachliche Verwirrung. Ich muss aber offen gestehen, dass Heimathorst wenig Motivation zeigt, hier viel zu sagen. Wir wissen ja, wofür der sich im Wesentlichen interessiert. Es gab zwar quasi so eine Standard-Pressearbeit des Ministeriums, aber der Minister selbst ist offenbar wenig interessiert. Wir werden natürlich weiter beobachten, auch wenn jetzt im zweiten Projektphasenteil keine Biometrie mehr stattfindet. Und wenn es dort Termine gibt, gehen wir da auch wieder hin. Wir hatten da ja ziemlich viel Spaß, weil wir da mit Masken die Rolltreppen runtergefahren sind und so, als de Maizière da war. Aber wir werden das im Blick behalten. Ich glaube, wir sollten diese Normalisierung der biometrischen Erkennung nicht dulden, weder in Südkreuz noch in Mannheim noch anderswo. Und da war, glaube ich, dieses Beispiel aus Hamburg sehr ermutigend, wo der Datenschutzbeauftragte Kasper darauf erfolgreich hingewirkt hat, diese Biometriedatenbank mit Tausenden von Bildern zu löschen. Und wir sollten uns auch in Europa dafür einsetzen, denn in Europa ist gerade beschlossen worden, dass man sozusagen vom Kind bis zum Kreis 500 Millionen Menschen biometrisch erfasst. Wir sollten das also, glaube ich, nicht dulden, dass das jetzt das neue Normal ist. Und das wollen wir auch in 2019 machen. Ja. Also man sollte dazu noch mal kurz... Möchte noch jemand was sagen zu Südkreuz? Okay. Ich will da noch eine grundsätzliche Anmerkung zu machen. Dass diese Gesichtserkennung da jetzt nicht funktioniert, also dass die da halt irgendwie sich in die Tasche lügen, was die technische Funktionsfähigkeit angeht, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das nicht das eigentliche Problem ist. Also dass so eine Technologie am Anfang nicht funktioniert, hat noch nie jemand davon abgehalten, sie breitflächig einzuführen. Und worum es dabei am Ende geht, ist, dass die Überwachungskameranetzwerke an Rechner angeschlossen werden. Und wenn wir uns angucken, was anderswo auf der Welt, insbesondere in Asien, passiert, da werden Netzwerke von Tausenden von Kameras direkt über Glasfasern in die Cloud gestreamt. Ey, aber dann kriegen wir Glasfaser. Hm? Am Bahnhof. Wir haben schon Glasfaser.
Also wir sollten uns auch nicht davon abhalten lassen, dass irgendwie wir in Deutschland als Bandbreitenentwicklungsland da vielleicht noch ein bisschen weiter hinten dran sind. Irgendwann wird es halt kommen. Und was dann da passiert, ist eine Integration von Daten. Das heißt also, diese Überwachungssysteme, die da gerade entwickelt werden, beruhen halt eben nicht nur darauf, dass Gesichtserkennungsbiometrie stattfindet, sondern da werden die Daten aus Mobiltelefonen integriert, welches Mobiltelefon wo anwesend ist, auf der Basis von allen möglichen Daten, die so ein Telefon halt so verliert auf der Luftschnittstelle. Übergangerkennung, das heißt also Tracking von Personen über viele Kameras hinweg an Kleidung und Gang. Das heißt also, wir sollten uns da nicht zu sehr nur an der Gesichtserkennung festbeißen, sondern worum es da geht, ist tatsächlich die flächendeckende Vernetzung von Hunderten oder Tausenden von Kameras mit Machine Learning System im Hintergrund. Und darum geht es dabei eigentlich. Also da sollten wir nicht aus dem Auge verlieren. Und im letzten Jahresrückblick haben wir, glaube ich, ja schon behandelt, das Personalausweisgesetz, die Novelle davon, wo die zentrale deutsche Biometriedatenbank dann... EID-Gesetz. EID-Gesetz, was ist EID? Okay, der EID-Gesetz, wo auf jeden Fall die zentrale deutsche Biometriedatenbank ja jetzt schon rechtliche Grundlage ist. Also es ist, wir verhandeln hier diese Idee, Bahnhöfe mit Gesichtserkennungs-Biometriekameras auszurüsten, vor dem Hintergrund, dass es schon eine zentrale Biometriedatenbank aller Betroffenen gibt und das ist nach spätestens 10 Jahren, ist sie dann auch vollständig, weil dann mussten sich alle einen neuen Personalausweis holen. Die Flächen, also was Frank eben erwähnt hat mit der Flächendeckenerfassung, die hat dem Messier bereits also angekündigt, er hat es auch so formuliert und er denkt, hat Heimathorst wahrscheinlich aus dessen Interesse jetzt nicht weiter wiederholt, aber wir müssen zu dem, was Frank gesagt hat, auch sehen, dass natürlich die kommerzielle Biometrie auch nochmal große Sprünge gemacht hat, was wir in Deutschland bisher nicht sehen, außer im Testbetrieb. Also insbesondere solche großen Projekte wie in New Orleans von Palantir, die, glaube ich, technisch weiter sind als diese Anbieter, die wir hier in Südkreuz gesehen haben. Aber das war nicht das einzige Debakel, oder? Wir können gleich zu dem nächsten Debakel übergehen, oder? Ja, wir erinnern uns... CITES ist ja kein Projekt aus 2018, das ist diese Behörde, die bei der Bundeswehr-Uni in München sitzt. Wir sehen hier mal die sehr attraktive Eingangsfront, die der Außenreporter von Netzpolitik.org, André Meister, im Außeneinsatz mal für uns fotografiert hat, nur wer da noch nie war. Meister in Gefahr. Wir erinnern uns auch, CITES wird wie selbstverständlich von einem ehemaligen BND-Geheimdienstler geführt, als wäre das normal, hat aber immer noch letztlich mit dem Aufbau der Behörde zu tun, wenn man natürlich erstmal irgendwie Verwaltung und so weiter aufbaut, ehe man da Hacker einstellt, die haben also nach wie vor Probleme, Hacker zu finden, waren wir jetzt auch nicht furchtbar unglücklich drüber, ich hoffe, hier findet sich keiner im Raum, der so dringend eine also, Anstellung braucht, um zu CITES zu gehen. Also es ist zumindest gut zu sehen, dass sie zwar Verwaltungsleute finden. Na, aber auch nicht so schnell, oder? Wie sie wollten. Naja, sie können sich schon mal irgendwie verwalten, aber sie finden niemanden, den sie verwalten. Also das Personalmanagement scheint zu laufen, nur das Personal dafür fehlt. Und diese Debatte um CITES war offenbar, jetzt glaube ich auch nicht so furchtbar überraschend, nur der Beginn. Wir hatten 2018 das erste Mal eine größere Debatte in der Spitzenpolitik über das sogenannte Hackback, zurückhacken. Da geht es also vor allen Dingen darum, dass man aktive Angriffe, die gerade passieren, oder zumindest die Infrastruktur davon außer Betrieb nimmt. Dafür gab es ein sehr interessantes Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags, die die rechtlichen, also sowohl völkerrechtlichen wie aber auch einfach gesetzlichen Probleme damit aufzeigen. Offenbar ist das eine Sache, die nicht nur für innerdeutsche Behörden vorgesehen ist, sondern auch für die Bundeswehr. Und damit gehört eben zusammen diese sogenannte, die neue Agentur ATIC. Dieses Akronym steht für Agentur für disruptive Innovationen in der Cybersicherheit. Ich denke mir das nicht aus, das ist wirklich so. Allerdings, als von der Leyen und Heimathorst das präsentiert haben in einer gemeinsamen Pressekonferenz, haben sie irgendwie danach der D weggelassen. Das war ihnen wohl so peinlich mit dem Disruptiv, dass sie das einfach nicht mehr sagen. Jetzt heißt sie Agentur für Innovation in der Cybersicherheit, aber der D ist im Akronym bestehen geblieben. Das wissen wir nicht. Leider waren die Auskünfte zu dem Termin sehr, sehr knapp. Von der Leyen hat im Prinzip nur gesagt, in jedem zweiten Satz, dass es wie die DARPA sei, und hat die DARPA dargestellt als im Prinzip für die Menschheit sinnvolle Forschungsagentur, ein bisschen militärisch, aber hat uns das Internet gebracht, hat uns die Sprachassistenten auf den Telefonen gebracht. Das hätte ja, und die Drohnen.
Das hat sie nicht gesagt. Die Drohnen, die Predators hat sie nicht erwähnt. Also da ist ein bisschen die Richtung. Frank, wolltest du? Also das Ganze ist halt zu sehen vor dem Hintergrund, dass ja schon seit so 2-3 Jahren das Gerangel in Deutschland darum läuft, wie ja, sag mal, die Cybersicherheitsarchitektur, wie es so schön heißt, aussehen soll, also welche Behörde für welche Aspekte zuständig sein soll. Und diese Disruptivagentur, dieses Wort so toll, ist ein Puzzlestein da drin. Und da geht es halt im Wesentlichen darum, dass man versucht, eine zentrale Stelle zu schaffen, die halt Angriffswerkzeuge baut. Und sie haben es versucht, irgendwie möglichst zu verschleiern und zu sagen, so ja, nee, so wir machen ja nicht so viel Angriff hier, sondern es geht ja primär um Verteidigung. Aber alle, die damit zu tun haben und irgendwie in diesen Prozess involviert sind auf der politischen Ebene, sagen, naja, da geht es klar darum, dass man eine eigene Schmiede für Angriffswerkzeuge haben will. Und diese Positionierung... Ich würde da noch eins kurz zu sagen, Angriffswerkzeuge. Ich möchte warnen vor dieser ganzen Idee Hackback. Ja? Mhm. Also was da erzählt wird, ja, wir sind ja auch fast dabei, das zu übernehmen. Es wird immer wieder das Beispiel geschildert, ein Angriff findet statt, der ist jetzt laufend, der fräst sich ins Material und jetzt muss der Angriff muss jetzt gestoppt werden, um größeren Schaden zu verhindern. Das, was wir in der Regel an Angriffen sehen, da ist das sowieso schon mal nicht gegeben, dass sich der Angriff in seinem Ablauf noch verhindern ließe. Deswegen nehmen Sie immer das Beispiel Denial-of-Service-Angriffe oder so. Immer. Und weil so ein Datenleck, naja, die Daten sind weg und jetzt sind sie geleckt. So, was soll da jetzt noch passieren? Also die haben schon Schwierigkeiten, diese überhaupt ein Szenario zu definieren, wo denn wirklich quasi ein Hackback überhaupt sinnvoll wäre. Und jetzt stelle ich mir so vor, die Cyber-Eingriff-Truppe ADIC oder CITES oder wer auch immer sitzt jetzt morgens beim Kaffee und dann kommt auf einmal der General rein und sagt, jetzt hier Hackback, auf die E-Mail-Adresse oder diese IP. Ja? Und dann holen die Tastatur, hacke die Hack und... funktioniert das halt nicht. Das ist die Vorstellung, das muss man sich klar machen. Und ich glaube nicht, dass sie so doof sind, das nicht zu wissen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es hier einfach nur darum geht, überhaupt die Offensivfähigkeit, die Offensiverlaubnis überhaupt zu bekommen. Dass es überhaupt darum geht, wir dürfen hacken. Und dann kann man nachher immer sagen, naja, wenn wir die nicht gehackt hätten, wäre noch schlimmer gewesen. Insofern ist der Gesetzestext erfüllt. Aber die werden am Ende, werden wir nicht eine Regelung haben, wo klar definiert ist und rechtssicher definiert ist, das ist ein Hackback und das ist kein Hackback. Sondern plötzlich am Ende dieser Debatte wünschen die sich Offensivfähigkeiten. Denn wenn sie die wirklich benutzen möchten, dann müssen sie Systeme auch vorher infiltrieren. Da müssen sie vorher drin sitzen und sagen, das kann ich ausschalten, wenn mich das angreift. Und genau da, denke ich, sollten wir nicht hin. Und da haben wir uns auch relativ klar zu geäußert. Ja. Warte, ich will noch das Gutachten erwähnen, was die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags gemacht haben. Ich will es deshalb erwähnen, weil A, sehr lesenswert ist, das ist ziemlich gut verständlich. Sie versuchen sich da auch mal einer Definition. Und die Aussage ist klar, sowohl für unsere, wir haben eine Verteidigungsarmee, und da geht es natürlich auch um Souveränitätsrechte anderer Länder. Aber auch für andere Behörden, die dort betrachtet werden, sehen zumindest die Wissenschaftler des Bundestags keinen Weg, das recht gemäß zu machen. Im Wesentlichen nach der derzeitigen Rechtslage ist das rechtswidrig. Nur um das mal ganz klar herauszustellen. Da reden wir natürlich nicht gerne drüber, wie sie ungern über solche Gutachten reden, deren Ergebnis ihnen nicht passt, aber das ist unser aktuelles Recht. Und darauf sollten wir auch bestehen, weil sie müssen immerhin Gesetz ändern, um das einzuführen. Und deshalb mussten wir uns auch mal schriftlich äußern. Ja, also diese ganze Debatte ist ja gerade eine Positionsbestimmung, also wie sich die Bundesrepublik positioniert. Und bisher ist es ja so, dass die Offensivfähigkeiten, wie die es immer so schön gerne nennen, halt eher beschränkt sind. Es gibt halt eine kleine Einheit bei der Bundeswehr und es gibt halt den BND, die Offensivoperationen durchführen, wobei beides halt... zumindest was die Bundeswehr angeht, wohl eher einen kleinen Rahmen, wenn überhaupt stattfindet. Beim BND wissen wir es nicht so genau. Und die Frage, die sich jetzt im Nachgang der Snowden-Dokumente stellte, war, will Deutschland da mit den großen Jungs mitspielen? Und das wollen die. Also die haben jetzt gesagt, so, wir wollen unbedingt auch diese offensiven Fähigkeiten haben, weil die brauchen wir,
um irgendwie noch ernst genommen zu werden und so weiter. Also die üblichen Geheimdienstargumente. Und diese Positionierung zu sagen, so, wir haben da aber keine Lust drauf. Wir wollen eigentlich eine defensive Strategie und wir haben noch gute Argumente für, haben wir dann mal niedergelegt, um einfach mal so einen Flock einzuschlagen, zu sagen, so, es geht halt auch anders. Die Diskussion, die da momentan passiert, so in den Thinktanks und in zwischen Bundeswehr und so weiter und so fort und den Behörden, geht in so eine Richtung, die sagt so, wie könnten denn die Regeln aussehen, unter denen wir offensive Operationen durchführen können, unter denen wir in Server eindringen können und so weiter. Nur, wenn man dann mal so mit praktischen Beispielen kommt, sagt so, guck mal, der letzte Angriff, den ihr hattet auf Infrastruktur des Bundes, wo ihr vermutet, dass der von den Russen kam, was wolltet denn da eigentlich hacken? Da funktioniert das Command und Control über E-Mail, über kommerzielle E-Mail-Provider und die habt ihr nicht gesehen. Wollt ihr denn Gmail hacken, weil ihr einen Trojaner habt? Ja, ist das, was ihr wollt? Das ist natürlich schwierig, ne? Also sowohl technisch als auch Das ist aber wieder gemein, dass politisch. Du Lebensweltbeispiele bringst. Ja, es sind Realweltbeispiele, finden die immer ganz doof. Also es ist halt, da kommen sie dann immer so mit Gemunk und sagen, aber wir haben da noch so andere ganz geheime Fälle, die können wir Ihnen leider nicht sagen. Ja, schade eigentlich. Und wir sagen halt ganz klar, Deutschland ist in einer guten Position zu sagen, wir wollen eine defensive Cyberstrategie haben. Das heißt, wir wollen unseren Fokus darauf legen, Defensivmaßnahmen zu entwickeln. Wir haben da konkrete Vorschläge zu gemacht, die anfangen mit solchen Sachen wie Kennzeichnungspflichten für Geräte, die vernetzt sind, wie lange es dafür Sicherheitsupdates gibt und in welcher Frequenz, siehe Router TR, über Incentivierungsprogramme, die dafür sorgen, dass diese ganze Software sicherer wird, über Ausbildungsprogramme, die dafür sorgen, dass Leute lernen, wie man sicher programmiert und bis hin zu einer Haftpflicht, wo man sagt, okay, wenn ihr unsichere IT-Systeme habt, dann müsst ihr leider dafür haften, überlegt euch was, um dafür zu sorgen, dass einfach die Möglichkeit, dass angegriffen wird, gesenkt wird. Und dazu gibt es halt natürlich noch diesen ganzen Aspekt internationale Verträge, der so langsam wieder aus der Versenkung geholt wird, wo man sagt, okay, es gibt da zwar natürlich ein Problem mit der Kontrolle und Verifikation, weil es halt ein bisschen schwierig, Trojaner zu zählen, aber es ist auch in anderen Bereichen so, dass Verifikation von internationalen Verträgen schwierig ist und Staaten halten sich trotzdem dran, weil sie in der Regel bestrebt sind, sich ans Völkerrecht zu halten. Und wenn wir uns angucken, die Debatte kommt langsam wieder so hoch, wie stark insbesondere die Amerikaner und die Briten unwillens sind, auch nur darüber zu reden, ob man in diesem gesamten Cyberbereich mal tatsächlich internationale Vertragswerke anstrebt, weil sie klar sagen, dann sind wir ja im Nachteil, weil da sind wir gerade so gut drin, ist eigentlich klar, wie der Hase läuft. So, und Deutschland wäre gut beraten, an dieser Stelle zu sagen, okay, wir wollen es friedlich, wir wollen es defensiv, wir wollen mal versuchen, einen anderen Weg zu finden, der nicht darin besteht, immer größere Offensivkapazitäten aufzubauen, die garantiert schiefgehen werden. Wir wollen da auch eine ganz klare Kante zeigen gegenüber den, wie soll ich mal sagen, Thinktanks, die jetzt die Bundesregierung beraten, wie sie es gerade noch so hinkriegen. Also das sollte auch ein deutliches Statement sein. Das ist ja so, was Frank ansprach, wäre quasi eine UN-Konvention. Das müssten wir halt auch als mitteleuropäisches Land fordern. Und bisher sehe ich eher so ein gewisses Entgegenkommen auch auf der akademischen Seite. Wenn sich so auch international, wenn wir wollen noch ein bisschen in diesem Zusammenhang sprechen über die internationalen Entwicklungen. Da sieht man so ein bisschen Entgegenkommen, da überlegen sich ganz viele Juristen, wie könnte man das denn vielleicht irgendwie hindengeln, vor allen Dingen für die Großmächte, die offensive Kapazitäten tatsächlich haben. Und da wollten wir ein Statement machen, wo wir auch hoffen, dass wir vielleicht Mitstreiter finden, die ebenfalls sehen, dass es mit einer defensiven Cyberstrategie in Deutschland sehr viel zukünftig sehr viel besser aussehen würde. Denn wir haben eine Entwicklung, willst du dazu gleich noch was sagen, in Bezug auf die internationalen Forderungen. Einmal diese Responsible Encryption, das bedeutet nichts anderes als verantwortliche Hintertüren oder sonst irgendwelche Wege, um da reinzukommen, aber auch ganz klare Forderungen, die Five Eyes in einem Papier zusammengestellt haben, sozusagen sich ihre Hintertüren und Wege zu sichern. Das ist also eine internationale Diskussion, die man auch nicht ignorieren darf. Ja, also was wir da haben, ist halt die Fortsetzung der Crypto Wars. Ne? Also die, nachdem wir die ersten zwei Runden gewonnen hatten, gibt's da jetzt die Entwicklung zu sagen, so okay, also von insbesondere von Seiten der Five Eyes Geheimdienste, denen alle anderen Geheimdienste da bereitwillig folgen
und die in Australien gerade gewonnen haben, muss man klar sagen. Gesetz ist schon in Kraft. Gesetz ist schon in Kraft. Die sagen, wenn man einen Dienst anbietet, der verschlüsselt in Australien, dann muss man dafür eine Hintertür einbauen. So, und es wird jetzt sehr spannend werden, ob die großen Technologiekonzerne sich da dran halten oder ob sie sagen, ja, lieber Australier, dann viel Spaß noch. Wissen wir nicht, werden wir sehen. Klar ist jedenfalls, dass diese Strategie, die war schon eine Weile absehbar mit diesem Responsible Encryption. Also klar, ihr dürft verschlüsseln, aber wenn wir dann nachfragen, müsst ihr entschlüsseln. Dass diese Strategie jetzt versucht wird, weiter durchzudrücken. Und der Hintergrund ist halt, dass die großen Geheimdienste sagen so, okay, der Großteil der Verschlüsselung, die passiert, passiert ja ohne, dass die Nutzer es wissen. Also sowas wie halt TLS überall, Verschlüsselung. Du meinst WhatsApp, oder? Verschlüsselung, die halt in sowas wie WhatsApp eingebaut ist, also wo halt einfach man gar nicht mehr merkt, dass man Verschlüsselung benutzt, wo halt also einfach eine ubiquitäre Verschlüsselung eingezogen ist. Und was wir daran merken, ist, dass es denen offensichtlich also das Leben tatsächlich schwer macht, was schon mal gut ist. Was halt heißt, dass Verschlüsselung überall einbauen macht Massenüberwachung schwerer. Sonst würden die jetzt nicht so reagieren. Klar ist halt, die werden versuchen, diesen Erfolg von Australien auszudehnen. Die werden versuchen, das auch in Europa durchzudrücken. Es wird also nochmal ein Kampf werden. Was in den USA passiert, ist ein bisschen schwierig abzusehen. Aber klar ist, wir müssen da wirklich wachsam bleiben. Also dieser Versuch zu sagen, ja, Verschlüsselung ist ja gut und schön, aber die bösen Terroristen, manchmal muss der Staat ja doch reingucken können, wird auch auf Firmen zugetragen. Das heißt, wenn ihr ein Unternehmen tätig seid, die in ihre Produkte einfach mal so Verschlüsselung einbauen, weil es einfach mal ein guter Standard von Sicherheit ist, bereitet euch darauf vor, dass solche Ansprachen kommen werden, also auf irgendwelchen Konferenzen und so weiter und so fort. Habt da ein wachsames Auge drauf. Es gibt da noch so einen Aspekt, den mit Rückgriff auf die Staatstrojaner-Debatte wir hier auch nochmal erwähnen sollen. Das FBI ist ja dieses Jahr dabei erwischt worden, wie sie die Zahlen getürkt haben, weil es im amerikanischen Parlament einen sehr aktiven Abgeordneten gab, der immer wieder nachgefragt hat. Der hat im Rahmen dieser Growing Dark-Debatte, da ging es um vor allen Dingen Hardware, also wie viel Telefon haben die eigentlich, wo sie angeblich nicht rankommen, der aufdecken konnte, wie sie die Zahlen getürkt haben. Also sie war dreifach zu hoch. Wir sollten auch hier uns nicht mit diesem Geraune abfinden, sondern wir wollen Zahlen. Ja? Denn diese Behauptung darüber, was zu sagen, wofür das eigentlich nötig wäre, ist oft nicht mit tatsächlichen Zahlen hinterlegt. Das sollten wir sowohl in der Staatsrechtsdebatte, wo die immer noch fehlen, wie auch in allen Debatten um Verschlüsselungshintertüren ganz offensiv fordern, sodass wir von dieser gefühlten Sicherheitspolitik wegkommen. Aber das wird uns sicherlich 2019 erhalten bleiben, da habe ich keine Zweifel dran. Es wird uns noch was erhalten bleiben. Also. Es ist immer so ein bisschen schwierig, hier darüber zu reden, weil. Das glaube ich, so ziemlich die einzige größere Crowd in Deutschland ist, die jetzt irgendwie nicht vollständig voller Facebook-Opfer sind. Aber ich glaube, wenn wir 2018 was gelernt haben, ist es, dass wir, auch wenn hier in der Regel die meisten keine Accounts haben oder das jedenfalls nicht nutzen, wir natürlich in einer Form mit betroffen sind. Das ist, glaube ich, durch den Cambridge Analytica-Skandal, aber auch die nachfolgende Debatte darum deutlich geworden. Diese Debatte hat sich verschoben von einer Privacy-Datenschutz-Debatte zu der etwas größeren Frage, ob wir über Manipulationsschutz, nämlich Manipulationsschutz auch für die öffentliche Meinung und für den Diskurs neu debattieren müssen. Ich glaube, wir wissen eine Menge mehr. Wir werden aber hier nicht länger ausbreiten, weil am Tag 4, ich mache mit meinem Kollegen Ingo Dachwitz darüber einen eigenen Vortrag, wo wir nochmal so ein bisschen zurückblicken auf dieses Skandaljahr von Facebook und vor allen Dingen über Microtargeting auch reden wollen. Klar ist nur, dass sich die Debatte total verschoben hat, aus meiner Sicht im Jahr 2018. Und ich glaube, das ist so ziemlich das desaströseste Jahr für diesen Werbekonzern, den wir erlebt haben, und wir stehen halt 2019 vor mehr als 20 Wahlen in Europa. Das heißt, dieses Thema wird uns ganz sicherlich weiter begleiten. Also der wichtige Punkt dabei ist, dass wir klar sehen müssen, es geht hier jetzt nicht darum, dass Daten weggekommen sind oder so, sondern
dass die Daten einfach verwendet wurden. Ja, es geht um Manipulationsmacht. Es geht darum, dass die Akkumulation von so vielen Daten über so viele Menschen in so wenigen Händen dazu führt, dass eine Manipulationsmacht entsteht, die kaum noch zu kontrollieren ist. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, es hat keinen Sinn, sich jetzt darauf auf die technische Umsetzung zu fokussieren. Also wir sehen jetzt schon zum Beispiel bei den Wahlen in Brasilien, dass da technisch andere Methoden verwendet wurden. Also die haben da halt mit WhatsApp und ähnlichen Chatgruppen gearbeitet, die aber wiederum auch auf Profiling beruht haben, die Leute getargetet wurden. Sondern worum es halt geht, ist tatsächlich politische Manipulation durch Datenakkumulation. Das ist also ganz wichtig, nicht irgendwie nur an Facebook festmachen, sondern es geht um alle diese Datenkonzerne. Ja, ein wichtiger Punkt, den man sich... Was war das? Ich weiß nicht. Okay. Ich dachte schon, die schießen auf uns. Ist Facebook so sauer? Also ein wichtiger Punkt ist natürlich zu erwähnen, dass diese Netzwerke und diese Systeme, die unsere Daten sammeln und von uns Persönlichkeitsprofile erstellen, für nichts anderes gedacht sind, als uns zu manipulieren. Ob wir das jetzt in Form von Werbung tun oder in Form von politischer Manipulation tun. Und das sollten wir uns immer wieder vergegenwärtigen, egal welches System das ist, was mit Profilbildung arbeitet, Persönlichkeitsprofile von uns erstellt, die tatsächlich im Inneren erklären, wie wir funktionieren, nicht von uns von außen betrachten, sondern wissen, wie wir als Mensch funktionieren, besser als wir das selber wissen, dass diese Systeme genau für das gemacht sind, was dort passiert. Wir müssen uns vor Augen halten, dass es ganze Länder gibt, in denen inzwischen, wenn du dir irgendwo Internet holst, heißt das erstmal, in deinem Internet ist sowas wie Facebook einfach mit dabei, das benutzt du tagtäglich, und wenn du da über diesen Beckenrand hinweg blicken möchtest, irgendwo ins andere Internet, musst du plötzlich Geld dafür bezahlen. Und das ist ein Trend, wenn man die beiden Dinge so zusammen betrachtet. Sie bekommen es nicht hin, ihrer Verantwortung für den politischen Diskurs gerecht zu werden. Die jetzt Facebook im Speziellen hat sich gezeigt an dem Cambridge Analytica-Fall. Aber gleichzeitig expandieren die in bestimmte Jurisdiktionen ganz massiv, um dort als alleiniger Anbieter von quasi Informationsquellen, die sie selber kuratieren, teils automatisch, teils eben bezahlt, so einen Einfluss auf den politischen Diskurs dazu nehmen, ohne zum Beispiel im Malaysia-Fall überhaupt Personal da zu haben, um dann auf die schlimmsten Fälle überhaupt reagieren zu können. Also sie haben da nicht mal nativ sprechende Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die auf Beschwerden über zu krasse Hetze im Facebook-Netzwerk dort reagieren können. Und die beiden Dinge zusammen machen mir ganz ernsthaft Angst, und es creept sich auch in Deutschland langsam in unsere Netze rein, wie zum Beispiel im Zero-Rating-Angebot von Vodafone war das? Deutsche Telekom und Vodafone machen ja solche Zero-Rating-Angebote. Man muss dazu sehen, diese wunderschöne Dezentralität und Verteilung des Internets, die in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen ist, ja, bis zu dem Fall, dass einige Menschen mehr oder weniger mit dem Internet über Facebook konfrontiert wurden und davon ausgehen, dass Facebook das Internet ist. Und wenn Facebook down ist, dann laden die irgendwie Guthaben auf ihre Handys, weil die glauben, sie haben kein Geld mehr drauf. Ja, da haben diese Unternehmen ihr Ziel schon erreicht. Und man könnte sagen, wenn die Konzerne einmal groß genug sind, dann stört sie eigentlich, dass es überhaupt noch den Rest des Internets gibt. Und was ihnen dabei natürlich hilft, ist dafür zu sorgen, dass der Rest des Internets für die meisten Leute vielleicht einfach verschwindet. Sei es, dass er gar nicht erreichbar ist, weil man dafür extra noch ein Paket buchen muss. Oder sei es, dass man überhaupt ein Paket buchen muss, um irgendetwas anderes zu erreichen, also der eigene Traffic irgendwie kostenlos dadurch gepiped wird. Vodafone hat das in Deutschland mit diesen Pässen eingeführt, die Deutsche Telekom hat das mit Stream On eingeführt, und diese Dinge sind natürlich immer ein Problem für diejenigen Dienstanbieter, Webseiten, Blogger oder sonst was, die nicht dabei sind. Und also wir. Wir zum Beispiel mit dem C3 VOG, was wir an dieser Stelle loben wollen, für die unermüdliche Arbeit. Applaus
alle möglichen CCC-Events und Events im Freundes- und Bekanntenkreis zu filmen, zu streamen, live zu stellen. Das ist eine Wahnsinnsarbeit mit einem vollen Terminkalender für das ganze Jahr. Und da ist inzwischen eine Mediathek entstanden, die auf jeden Fall sehr viel schöne Unterhaltung bietet. Und es gibt auch diese feinen Aufkleber Media CCC and Chill. Das könnt ihr mit euren Freundinnen und Freunden jederzeit machen, dank des Vox. Zu diesen Zero-Rating-Sachen ist aber auch zur Frage irgendwie anzumerken, das betrifft irgendwie immer nur die datenhungrigsten Dienste. Also man fragt sich ernsthaft, die sagen, ja, wir müssen aber hier Bandbreitenmanagement machen, deswegen kriegt ihr, was weiß ich, Netflix, YouTube und ein paar Audio-Streamer kostenlos, wird nicht auf euer Datenvolumen angerechnet. Und dann bleibt eigentlich nur noch so ein bisschen Krippel-Blogging. Ist das da nicht mit drin? Scheiße. Ich weiß es nicht. So, dann bleiben halt nur noch irgendwie, der andere Teil des Internets kostet auf einmal Geld, ja. Und es wird immer so angepriesen, ja, das ist total toll, was du alles kostenlos kriegst, aber die Umkehrung ist eben, was du jetzt plötzlich auf einmal bezahlen musst. Und ich kann diesen Case irgendwie nicht nachvollziehen, wenn man sieht, dass zu bestimmten Uhrzeiten eben Netflix 90% des überhaupt Traffics ist. Dass man dann sagt, die restlichen 10%, die können wir uns jetzt aber nicht mehr leisten. Da haben wir jetzt plötzlich keine Bandbreite mehr für. Wir haben eine schriftliche Stellung, also wir haben eine Pressemitteilung gemacht wegen Stream-On und wir haben eine schriftliche Stellungnahme gemacht auf quasi auf Anforderungen DirecTP? BNetzA. Über Bundesnetzagentur. Ich kann mir das nicht merken. Die hatten einen länglichen Fragenkatalog, den wir aber nur teilweise beantwortet haben, weil das teilweise schwierige europarechtliche Fragen sind. Und wir sind immer noch ein Hackerverein und haben uns eher mit den Fragen, zu denen wir wirklich was schreiben können, beschäftigt. Wo wir natürlich auch gerade media.ccc und die Tatsache, dass wir ein Anbieter von vielen Inhalten sind, die einfach diskriminiert werden, dadurch nochmal dargestellt haben. Also diese ist natürlich wie alle unsere Stellungnahmen auf ccc.de zu finden. Go ahead. Und ich würde nur gerne sagen, wir haben dafür lange gestritten, dass wir eine Netzneutralität in Europa haben. Und die deckt mehr oder weniger dieses Zero-Rating nach unserer Lesart ohnehin ab. Jetzt hat die BNetzA gesagt, naja, unter bestimmten Bedingungen könnten diese Anbieter das tun. Die Bedingungen wären, das muss in ihrem gesamten Geltungsbereich sein. Das heißt, auch im EU-Roaming müsste das sein. Da haben die Anbieter gesagt, ah nee, das können wir uns irgendwie nicht leisten. Das Gesetz verstößt gegen unser Geschäftsmodell. Deswegen halten wir uns da nicht dran. Und jetzt hat die BNetzA, also letzter Stand ist, glaube ich, in der BL, dass die BNetzA Strafen verhängt hat. Und dann hat die Deutsche Telekom gesagt, die zahlen wir nicht. Da klagen wir gegen. Ja, sie sind da auch noch so dreist. Mann! Man muss sagen, die Diskussion, also ich weiß nicht, wie jemanden, der hier mal versucht hat, sozusagen, wird jetzt nicht Techies über Netzneutralität und vor allen Dingen über diese deutschen Beispiele zu reden, mir ist da sehr viel negative Energie entgegengeschlagen. In dem Sinne, dass die Kunden von Stream-On, also die wirklich geklickt haben oder von Vodafone Pass, da auch wirklich, die sehen ihren eigenen Mehrwert. Sie klicken das aus einem bestimmten Grund, weil sie einen bestimmten Stream wollen und wollen sich das auch nicht wegnehmen lassen. Also ich finde die Debatte sehr schwer. Ich glaube, da müssen wir noch einen drauflegen, zu erklären, was denn die Nachteile sind. Also mir ist zumindest bei zwei Veranstaltungen ist es sehr schwer gefallen, die Leute, die sich das geklickt haben, diese dir erstmal für eine Ersparnis halten, davon zu überzeugen, dass es noch andere Inhalte gibt, die sie vielleicht aussehen wollen. Also ich fand das nicht so einfach. Da müssen wir, glaube ich, das ist natürlich ein Aufruf an euch alle hier, mehr also ich finde es immer interessant zu sagen, ich bezahle für etwas, deswegen spare ich Geld. Also das ist ja etwas, was man zusätzlich kauft. Das ist genauso wie loszugehen und Laden zu gehen, weil es gerade Sonderangebote auf Windeln gibt. Hat aber gar keine Kinder. Und die kauft man einfach mal, weil die sind ja billig. Ja, wenn du zwei davon kaufst, hast du doppelte gespart. Ja, genau. Mein Name ist Losig. Wir wollen übrigens auch gerne die Bedingungen haben. Ja, das hat ja zwei Seiten. Die Bedingungen, also den Vertrag, den man quasi als Inhalte anbietet, könnten wir machen als CCC. Ja, wir gehen zu Vodafone und sagen, hey, wir haben hier diese geilen Inhalte und wir haben dieses Streaming-Portal. Ja, wir wissen nicht, wie diese Verträge aussehen. Die sind halt nicht, also wenn einer einen hat, wir würden die ja gerne mal lesen. Aber vielleicht sind die auch individuell, ich weiß nicht. Okay, schließen wir Netzneutralität ab oder haben wir da noch einen wichtigen Appell an alle? Nee.
Ja, dann kommen wir zu was anderem, auch nicht so erfreulichem. War Frank? Genau, die Vorratsdatenspeicherung ist ein Dauerbrenner. Geltendes Recht in Deutschland. Das geltende Recht in Deutschland. Genau, es ist geltendes Recht in Deutschland, aber es ist gerade ausgesetzt durch Urteile von Verwaltungsgerichten. Das ist aber ärgerlich. Das heißt also, wir haben da eine relativ komplexe juristische Situation, die dazu führt, dass es zwar geltendes Recht ist, aber nicht durchgeführt wird. Und die Frage, wie diese Auseinandersetzung weitergeht, wird uns auch noch nächstes Jahr beschäftigen. Also natürlich möchte der Staat gerne seine Vorratsdatenspeicherung durchsetzen. Die Gerichte sehen es momentan ein bisschen anders. Aber klar ist halt, dass diese Auseinandersetzung halt auch weitergetragen wird. Also nicht nur auf deutscher Ebene, sondern auch auf EU-Ebene. Also die Problematik besteht, glaube ich, aus vor allen Dingen der Tatsache, dass das EuGH-Urteil, was der ziemlich genau vor einem Jahr stattfand, weitgehend politisch ignoriert wird oder versucht wird, um die relativ klaren Aussagen, die eine anlasslose Telekommunikationsdatenspeicherung einfach für mit den europarechtlichen Regelungen nicht konform, auch sehr gut begründen. Man versucht da eben rumzulavieren. Aber wir haben noch eine zweite Ebene, die wir bei der Gelegenheit ansprechen wollen, die ist teilweise erfreulich, teilweise nicht so erfreulich. Denn neben dem Höchstgericht in Luxemburg, also dem EuGH, gibt es ja auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Wir wollen darüber nur kurz berichten. Zwei wesentliche Urteile sind 2018 gefallen, die Massenüberwachung von Telekommunikationsmetadaten betreffen, teilweise aber auch die Inhalte von Kommunikation. Das ist einmal der Fall, den mehr als 10 NGOs, die im Wesentlichen aus Großbritannien kommen und ich als Privatperson, sozusagen als Beschwerdeführerin, gewonnen haben. Allerdings auch nicht in allen Punkten. Der Verfahren richtete sich gegen die britische Regierung und den britischen GCHQ und die Gesetzgebung, die diesem Geheimdienst eine Massenüberwachung der Telekommunikationsmetadaten und einiger Inhalte erlaubt und auch die sozusagen Filterung und Selektion inklusive der Regelungen, welche Schranken es in Großbritannien gibt. Davon ist ein Teil menschenrechtswidrig und verstößt gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, was ein großer Erfolg ist. Allerdings gab es im selben Jahr in dem schwedischen Fall, wo zwar nicht die große Kammer dieses Gerichtshofs geurteilt hat, aber wo es auch um Massenüberwachung des schwedischen Geheimdienstes geht, ein relativ gegenteiliges Urteil, wo man aufgrund der Bedingungen in dem schwedischen Gesetz, wo es einige Schranken und Hürden gibt, und bessere Kontrolle als in Großbritannien gesagt hat, na, das kann man gerade noch menschenrechtlich für akzeptabel halten. In beiden Fällen, also wo die Schweden haben ihre Frist eingehalten und gegen dieses Urteil versucht, inhaltlich vorzugehen. Aus meiner Sicht haben die sehr gute Chancen, weil ja zwischendurch das Urteil gegen den GCHQ der Großen Kammer erfolgte, wo neue Regeln gemacht wurden. Aber auch wir haben in unserem Fall, das ist noch nicht öffentlich bekannt, weil wir das erst vor ein paar Tagen nachts dahin geschickt haben, zum Ende der Frist. Man kann nämlich anders als bei den anderen Höchstgerichten auch gegen diese Urteile mit einer gewissen Frist vorgehen. Das heißt, wir haben mit den Teams von Juristen auch in dem Fall GCHQ gegen die Aspekte, die sie durchgehen lassen, haben nochmal eine schriftliche Erwiderung gebracht. Das heißt, das wird nochmal verhandelt werden, natürlich in der Hoffnung, dass das Urteil die Massenüberwachung letztlich verunmöglicht. Gut, faktisch müssen wir natürlich trotzdem sagen, das läuft in Großbritannien leider weiter. Vielleicht noch als Aufforderung an alle, das ist eigentlich eine Entwicklung, die mich seit Jahren frustriert. Das fing schon an mit dem Staatsröhner Urteil, das meist ignorierte Urteil aus Karlsruhe. Wir müssen darauf bestehen, dass diese höchstrichterlichen Urteile sowohl bei uns wie beim EuGH, wie beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof auch sozusagen politisch ankommen und nicht nach und nach mehr ignoriert werden. Und wir sollten, glaube ich, auch aufpassen, dass sie nicht weitere Spitzenpolitiker als getarnte Juristen nach Karlsruhe schicken, wie das jetzt in einem zweiten Fall passieren wird. Ich glaube, da sollten wir einfach ein bisschen drauf aufpassen, dass wenn diese Urteile fallen, die wir über 4 Jahre erkämpft haben, dass die nicht einfach ignoriert werden, wie die Bundesregierung faktisch getan hat. So, wir kommen zu was Positivem, oder? Ach nee. Oh. Doch, das ist positiv. Naja, aber. Seit ungefähr einem Jahr ist so ein neuer.
neuer, hipper, cooler, glorifizierter Webmailer, verschlüsselter Webmailer im Angebot. Ist nicht für jeden von uns, muss man, glaube ich, erstes, zweites Staatsexamen gemacht haben, aber dann muss man den auch benutzen, wenn man praktizieren will. Es geht um das besondere elektronische Anwaltspostfach, wo wir auf dem letzten Kongress Spaß mit hatten, mal zu gucken, was die sich dabei wieder gedacht haben. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat da bei einer Firma namens Athos, eigentlich ganz große Butze, beauftragt, einmal ein System zu bauen, mit dem Anwälte und Gerichte untereinander verschlüsselt kommunizieren können, ohne dass jemand reinguckt, noch mit Signatur und so, was ihnen eingefallen ist, ist so ein Stück Java-Software, was es für die meisten Plattformen gibt, was man sich lokal installieren muss, was in der ersten Version mit dem geheimen Schlüssel für diese Kommunikation ausgeliefert auf deine Festplatte kam. Haben alle kräftig gelacht, wurde zurückgezogen, wurde nachgearbeitet. Das Backend ist jetzt irgendwie, glaube ich, ein bisschen besser. Dieses Java macht auf einigen Betriebssystemen aber noch echt Ärger. Ich habe Juristen in der Familie, wo ich die Freude habe, dieses System zu pflegen und am Leben zu halten. Ich habe da, wenn ich sage Webmailer, dann meine ich das so, wenn du, sie machen Pop-Ups, also zumindest keine Pop-Anders, aber sie machen Pop-Ups, wenn man neue Nachrichten verfassen möchte, was die Browser erstmal alles knallhart wegfiltern, weswegen ich dann Feedback bekomme, geht nicht. Sie haben das, glaube ich, für irgendwelche Browser mit 1800 mal, keine Ahnung, optimiert, das heißt, in den meisten Ansichten sieht man nicht mal die komplette Empfängerliste unten, kann nichts attachen. Es gibt, ich weiß nicht, wie oft ich da gesessen habe und das gefrickelt habe, dieses ganze System ist eigentlich kaputt und man sitzt da immer und denkt, jetzt schnell einen Pull-Request machen, wo ist dieses Projekt GitHub? Wir fühlen deinen Schmerz. Also, haben wir uns hingesetzt und haben dann mal diese Forderungen, diesen Kram Open Source zu machen, einmal niedergeschrieben. Es ist mir echt ein Anliegen. Es kann nicht sein, dass die Organe der Rechtspflege in unserem Land dort gerade ausgeliefert sind, irgendeiner Firma, die es dann nicht mal schafft, Betriebssystem-Update. Also nochmal, das ist ein Webmailer, mit dem irgendwie Juristen miteinander kommunizieren können. Und als das Betriebssystem auf diesen Apple-Geräten sich jetzt da im Sommer irgendwann auf eine neue Version geupdatet hat, habe ich natürlich naiv gesagt, kannst du machen. Und plötzlich ging dieses BA auch nicht mehr. Die Firma hat angekündigt, im Januar irgendwann nachzuziehen mit einem Patch, mit dem man dann auch die aktuelle Betriebssystemversion. So, normalerweise, wenn hier in der Community sowas passiert, keine Ahnung, halbe Stunde später ist der Pull-Request da, kann man deployen, neue Version wird gebaut. Dass es da nicht funktioniert, ist eigentlich ein Armutszeugnis und wir müssen nochmal der Bundesrechtsanwaltskammer, die das da verantwortlich nochmal deutlich sagen, wir haben die Kompetenzen, wir haben die Community, die auf genau sowas Lust hat, wir haben da genug Augen, lasst uns doch bei diesem Projekt helfen, wie wir es schon im letzten Jahr getan haben und macht dort zumindest Published Source draus und nehmt unsere Patches entgegen. Wir haben schon Open Source gefordert. Ja, dann lass uns bei der Radikalforderung, das ist kritische Infrastruktur, die uns alle betrifft, die muss einfach Open Source werden, Punkt. Ja, eine der Dinge, die uns dieses Jahr natürlich auch beschäftigt hat, war die Auswirkungen der EU-Datenschutzgrundverordnung, die ja plötzlich und überraschend nach nur 2 Jahren Ankündigungsfrist über uns hereingebrochen ist und wo irgendwie alle total verwirrt waren und alle in heller Panik waren und dachten so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter, wir werden irgendwie ein Abmahnschreiben ersaufen, das Internet wird stillstehen, nichts wird mehr gehen. Irgendwie war das noch viel weniger als der Jahr 2000-Bug so gefühlt. Also meine persönliche Perspektive war so, ich bekam halt ganz viele Mails von Leuten, bei denen ich irgendwie auf dem Mailing-Verteiler gelandet war, die darum bettelten, dass ich weiter auf deren Mailing-Verteiler blieb und wo man einfach nichts tun musste und dann wurde es plötzlich weniger, der Spam wurde magisch weniger in der Inbox, das fand ich irgendwie sehr gut. Aber und wir hatten ja schon länger diese Forderung nach dem Datenbrief, also zu sagen, wenn ein Unternehmen oder eine Behörde Daten über mich gespeichert hat, dann möchte ich bitte davon wissen, und zwar proaktiv, das heißt, die müssen mir Bescheid sagen. Und de facto haben wir jetzt mit dieser, also dem Anlauf von dieser Datenschutzgrundverordnung genau ja sowas bekommen, weil genau diese ganzen Unternehmen, die mir alle Mail schicken wollen und Briefe schicken wollen, mir gesagt haben, hey, wir haben deine Daten. Möchtest du, dass das weiter so ist? Sag ja, bitte. Und
ich finde das eigentlich eine sehr positive Entwicklung. Es gibt natürlich ein paar Problempunkte dabei, wollen wir nicht schönreden. So ist jetzt nicht so, dass irgendwie alles da total toll und fluffig wäre. Einige von den Auswirkungen sind primär darauf zurückzuführen, dass da so ein paar windige Anwälte Morgenluft gewittert haben und dachten, man muss jetzt mal wieder ein bisschen Stress machen und Leute verunsichern. Wir gehen aber im Prinzip davon aus, dass die Auswirkungen erstmal positiv sind. Die negativen Auswirkungen zeigen sich jetzt gerade so an den Rändern, wo versucht wird, auch häufig von seitens von Regierungen mit Hinweis auf die Datenschutzgrundverordnung Informationsfreiheit zu torpedieren. Das steht da halt nicht im Gesetz drin, ist also auch nicht so gemeint und noch nicht in der Verordnung. Das heißt, da gibt es noch so einiges, was da noch so gerade und klar zu ziehen ist. Im Prinzip müssen wir aber konstatieren, diese ganze Panik, die da vorher geschoben wurde, war eigentlich unbegründet. Sicher, alle hier im Raum werden, als die Diskussion Anfang des Jahres so hochkochte, sicherlich bei der Bundesdatenschutzbeauftragten vorbeigeklickt haben. Das ist ja die erste Anlaufstelle, wenn man sich Informationen, praktische und Hinweise erhofft. Leider hat man da gar nichts gefunden, aber Frau Fossdorf hat sich trotzdem nicht entblödet, im Bundestag im Dezember sich nochmal hinzustellen und zu sagen, die Diskussion um die Datenschutzgrundverordnung zu kommentieren, obwohl man sehr deutlich sagen muss, dass die Behörden, die hätten ziemlich vielen verunsicherten Menschen Informationen liefern müssen, einfach schlicht hier versagt haben. Ich glaube, vor allen Dingen die Unsicherheit, was denn die neue Rechtslage eigentlich ist, hat zu dieser etwas hysterischen Diskussion geführt. Unsere Hoffnung ist natürlich, Frau Fossdorf wird dieses Amt aufgeben. Wir wissen auch schon, wer der Nachfolger ist. Das ist der SPD-Berufspolitiker Ulrich Kelber, der aber technischen Hintergrund hat. Das wird wohl der erste Informatiker sein, der neuer Datenschutzbeauftragter wird. Der hat immerhin angekündigt, dass die Datenschutzgrundverordnung einer seiner zentralen Themen sein wird. Meine Hoffnung ist, dass sozusagen wir eine gewisse Umkehr in der Wahrnehmung, also in diesem der Frage, wie sieht man eigentlich datenverarbeitende Dienstleister oder Unternehmen schon auch eingeleitet haben. Mal gucken, was der neue Datenschutzbeauftragte leistet. Aus meiner Sicht auch die Ankündigungen, die wir auch hier auf dieser Bühne über mehrere Jahre erzählt haben, welche Debakel eigentlich die alte Datenschutzbeauftragte war, sowohl für den Datenschutz wie auch für die Informationsfreiheit, vollumfänglich eingetreten. Niemand fragt mehr dieses Amt. Es gibt keine Kommentare zu den ganzen heftigen Debatten, die wir hier abgegeben haben. Wir können nur hoffen, es wird aber für Ulrich Kelber nicht allzu schwer, dieses Niveau zu übertreffen. Ich finde das allein schon geil, dass der als zukünftiger Bundesdatenschutzbeauftragter ankündigen muss, dass die Bundesdatenschutzgrundverordnung eines seiner zentralen Themen sein wird. Also er hat ein Verständnis von seinem Job, das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, okay. Aber wir schließen jetzt mal so weit ab. Ich glaube, das war jetzt auch nicht das Top-Thema für den CCC. Das ist ja letztlich auch eine relativ rechtliche Materie. Ja, aber ich finde, da ist noch Luft nach oben, weil der Datenbrief war jetzt irgendwie einmal durch die Datenschutzgrundverordnung getriggert. Wir können aber nicht alle Jahre eine neue Datenschutzgrundverordnung einführen, um immer wieder uns zu informieren, wer unsere Daten gespeichert hat. Und ich habe gesehen, dass der andere Trend ist, dass ich die andere Hälfte von den Firmen, die mir nicht Bescheid gesagt haben, dass sie noch Daten über mich gespeichert haben, kam dann über diese ganzen Erpresser-Mails, die jetzt reinkamen, wo ich da so Bitcoins überweisen sollte, weil mein MySpace-Account mit meinem Passwort, habe ich irgendwie seit, keine Ahnung, 15 Jahren nicht reingeguckt. Jetzt, da ist mein Passwort, ich habe da noch einen Account, super, kann ich mal auch wieder zuklappen. Schöner wäre, wenn es rechtliche Voraussetzungen gäbe, dass jeder, der meine Daten noch rumliegen hat, mir einmal pro Jahr Bescheid sagen muss. Aber was dahinter steckt, dass diese Daten da rumliegen, ist ja, dass es selbstverständlich geworden ist, diese Daten erstmal auf Halde rumliegen zu lassen, aus Gründen, die sich meistens nicht erschließen. Wir tun hier einfach mal in die Datenbank. Irgendwann kommt dann jemand, der kann Big Data und macht daraus irgendwas Nützliches für uns. Wir sammeln die erstmal, aber worauf die Datenschutzgrundverordnung ja auch hindrängen sollte, ist, dass man sich überhaupt erst überlegt, ob das Mitloggen, ob das Anlegen von Datensätzen zu den Besuchern auf deiner Webseite überhaupt sinnvoll ist. Deswegen haben wir uns hingesetzt und haben auf eventscc.de geschaut, was tun wir da, wo fallen Logs an, warum tun wir das, und haben dann festgestellt, brauchen wir an keiner Stelle. Wir haben das Logging ausgemacht, es fallen keine Daten an, über die wir informieren müssen.
Das schreiben wir in unsere Datenschutzerklärung. Wir loggen nichts, deswegen müssen wir euch da auch nicht groß darüber informieren, dass wir Daten über euch gespeichert haben. So sieht eigentlich meine Lieblingsdatenschutzerklärung aus. Wenn ihr Lust habt, euch in euren Websystemen da mal umzugucken, ob es nicht auch die Möglichkeit gibt, einfach so abschalten und weil mit den Daten könnt ihr wahrscheinlich eh nichts anfangen, dann müsst ihr auch keinen Stress haben, euch hochkomplexe Datenschutzerklärungen auf die Seite zu zimmern. Dann reicht sowas. Naja, wir sind bei der CCC auch nicht so wirtschaftsnah. Wirtschaftsnah, da sind wir beim nächsten Thema. Für wen habe ich diese Überleitung gemacht? Oh, für mich selbst. Also es gibt mehrere neue Kommissionen, unter anderem mit diesem schönen Bild im Kanzleramt des Digitalrates. Es gibt aber auch noch die Datenethikkommission. Und der Bundestag hat auch eine Kommission eingesetzt, nämlich die Enquete-Kommission für Künstliche Intelligenz. Also wir haben schon einen gewissen Schwerpunkt dieser Bundesregierung im ersten Jahr auf digitale Themen. Allerdings haben wir hier beobachtet, was wir schon in anderen Legislaturperioden beobachtet haben. Man holt sich die Experten ran, wie im Digitalrat, wie in der Datenethikkommission oder wie in der Enquete. Und gleichzeitig haut man die feststehenden Strategiepapiere raus. So geschehen beim Bundesregierungs-Hype-Thema Künstliche Intelligenz. Da gab es dann im Sommer dieses Strategiepapier oder im Herbst ist es sozusagen finalisiert worden, wo man ganz klaren Fokus auf Wirtschaftspolitik und mehr Datenreichtum in dem Sinne der Bundesregierung gelegt hat. Also das ist eine interessante, ein wiederholendes Muster, dass man sich die Experten ranholt und dann aber gleichzeitig die Strategie schon festdingelt. Ja, wir werden natürlich trotzdem an den Lippen dieser Kommissionen hängen und deren Ergebnisse erwarten. Meine Hoffnung ist besonders bei der Datenethikkommission recht groß. Denn die haben zumindest schon mal eingangs gezeigt, dass sie sich nicht als Regierungs- und Wirtschaftslakaien positionieren. Wir werden also sehen, was die Kommission da rausbringen. Mal sehen. Im Wesentlichen wollen sie sehr viel Geld einer privaten GmbH geben, nämlich dem Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, DFKI, in Saarbrücken. Mal sehen. Wir beobachten das, oder? Da gibt es noch Ausschreibungen. Das heißt, eigentlich ist diese Enquete-Kommission für die KI ist gedacht, um raue Mengen Geld in also Forschung zu stecken, die uns hier in Europa irgendwie auf Augenhöhe mit Google bringt. Nee, die Enquete-Kommission ist die Bundestagskommission. Ja. Wir müssen mal unterscheiden, ob es die Bundesregierung ist oder das Parlament, was sich beraten lassen will. Also nicht bei der Enquete-Kommission werden wir erst noch sehen, was die am Ende der Legislatur für einen Bericht abgibt. Mal sehen. Also natürlich auch eine Menge Wirtschaftsvertreter. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ihr wisst, wir kommen immer, wir müssen trotzdem noch ein bisschen was sagen zu den Geheimdiensten. Vielleicht zwei Sachen, die wichtig erscheinen. Und dieses Jahr 2018 ist das erste Jahr, wo das Bundesinnenministerium namentlich der Staatssekretär, der dafür zuständig ist, Witt, offen gefordert hat, dass der Staatstrojaner auf Bundesebene auch für die Geheimdienste ins Gesetz kommen soll. Offenbar ist es aber so, dass es nicht unbedingt die Priorität von Heimathorst ist. Also es gibt noch keinen Gesetzentwurf, zumindest keinen, der uns bekannt wäre, aber zumindest ist es öffentlich bereits gefordert worden. Generell war das natürlich ein unglaubliches Skandaljahr für die Geheimdienste. Da braucht man wohl nicht besonders betonen, mit einem Amok-laufenden Präsidenten, der da irgendwie rechtsverschwörerische Theorien lostrat und noch hintenrum vor den europäischen Geheimdienstchef wenige Wochen später noch mal verstärkte, mit einem Untersuchungsausschuss in Bezug auf Anis Amri, der ein ganz schwieriges Behördenversagen, insbesondere der Geheimdienste, offenlegte und weitere Lügen, die sich besonders auf die V-Leute beziehen. Aber dazu hatten wir ja auch einen eigenen Vortrag, wenn man so ein bisschen auf diese Skandaljahr der Geheimdienste hinweisen will. Unsere Forderung bleibt, wofür brauchen wir die? Sind teuer, wir müssen die abschaffen. Allerdings sollten wir warten, bis Starbucks beim Geheimdienst in Berlin diese Venenerkennung kurz mal in der Praxis gehackt hat und dann können wir den ja dicht machen. Spart ja auch viel Geld. Und dann ist aber nicht so viel Applaus, wie wir erwartet haben. Da kann einem schon der Eindruck kommen, als wenn sich manche schon an diese Geheimdienste gewöhnt haben hier. Na gut, wir arbeiten da weiter. Woran arbeiten wir noch, Nexus? Ja, an positiven Dingen. Leider eine Veranstaltung, die ich
verpasst habe. Sehr, sehr schade. Aber eine Veranstaltung, die ich für sehr, sehr wichtig halte. Und wir haben, es ist schon mal so ein bisschen angeklungen bei der Router TR, wir müssen uns so ein wenig langsam Gedanken darüber machen, wie wir eigentlich mit Nachhaltigkeit in der Digitalisierung umgehen. Und es hat dieses Jahr eine Veranstaltung stattgefunden namens Bits und Bäume, die mit verschiedenen Organisationen zusammen organisiert wurde, also zum Beispiel dem BUND, Brot für die Welt, dem FIF, der OKF, der TU Berlin, wo es ein bisschen darum ging, sich mal Gedanken darüber zu machen, so ein bisschen zu brainstormen, naja, wie sieht denn eigentlich Digitalisierung in einer Welt aus, in der es gerecht zugeht, in der es demokratisch zugeht, und was ist eigentlich dafür erforderlich, dass wir uns eine Digitalisierung auch in Bezug auf Ressourcen und auf demokratische und gerechte, eine demokratische und gerechte Weltordnung leisten können? Und wenn man sich so ein bisschen umschaut, ist Digitalisierung aus meiner Sicht zu einem Privileg geworden für Menschen, die es sich leisten können. Und es ist so, dass viele der Technologien, die wir nutzen, die wir kaufen und wieder wegwerfen, wie zum Beispiel alle 2 Jahre das Smartphone, produziert werden auf der Basis von seltenen Rohstoffen, die unter schwersten Bedingungen in Staaten von Menschen abgebaut werden, die sich diese Technologien überhaupt nicht leisten können. Und wir müssen an der Stelle sehr, sehr viel tun, gesellschaftlich und auch weltpolitisch, sodass das definitiv eine wichtige Aufgabe für die Zukunft wird. Da sind noch die Forderungen, kann man nachlesen auf www.ccc.de. Genau. Wir waren da beteiligt, das VOG war wieder ganz großartig, alle Vorträge wurden vom VOG aufgezeichnet. Ich glaube, wer sich hier ein bisschen bilden will, dann man kann da auch eine Menge lernen, dem seien diese Vorträge empfohlen. Wir hoffen, wir sind da tatsächlich überrannt worden. Wir hätten niemals gedacht, dass sich da so viele Leute anmelden oder kommen. Das war offenbar ein Thema, was ganz vielen Menschen am Herzen liegt. Wir hoffen, dass wir das mit einem, ja, mit neuem Schwung im neuen Jahr fortsetzen können. Also zumindest meine Hoffnung. Okay. Wir haben uns auch sehr gefreut. Wir haben uns nicht immer gefreut, oder? Eines der Themen, mit dem wir auch zu tun hatten, ja, auf dieser Veranstaltung und in der CCC-Arbeit, ist die ganze Frage von Killerrobotern, also bewaffneten autonomen Systemen. Da gab es dieses Jahr den Versuch, auf internationaler Ebene ein Vertragswerk dagegen zu zimmern, was aber am Widerstand der Großmächte einfach gescheitert ist. Also es gab da ganz klar die Aussagen, nee, wir wollen da nicht Einschränkungen haben, was eigentlich die Bewaffnung von solchen Systemen angeht. Wir halten das für ein großes Problem, insbesondere auch, weil natürlich die Auseinandersetzung mit, sagen wir mal, so Drohnentechnologie, autonomen Systemen ja schon auch in der Hacker-Szene durchaus ein Kernthema ist. Und da werden wir uns im nächsten Jahr sicherlich auch drum kümmern müssen, einfach dafür zu sorgen, dass es im Zweifel auf der technischen Ebene nicht stattfindet. Also dass wir genau dasselbe erreichen, was wir bei den Geheimdiensten in Deutschland derzeit haben, dass nämlich niemand Bock hat, für die zu arbeiten. Ich denke, ähnliche Dinge müssen wir auch erreichen bei autonomen bewaffneten Systemen. Dann dürfen wir uns freuen, dass heute Abend hier ein Film released werden wird, an dem eine Filmemacherin namens Sandra Trussel mehrere Jahre gearbeitet hat. Auch beim Camp? Genau, ich glaube, die ersten Aufnahmen waren beim Camp und dann sind noch 2 Kongresse mit dabei. Ein Film, der sich mit den Events des CCC und den Menschen, die sich da so tummeln, auseinandersetzt. Und tatsächlich enorm gute Kritiken bekommen hat. Und die Kritiken sind so gut, dass das sogar auch ein Lob für uns und euch alle war, nämlich wie toll die Menschen hier miteinander umgehen, was für eine schöne Welt sie schaffen. Das freut uns sehr, dass dieser Film nun nach sehr viel Blut und Schweiß fertig ist.
Und vor allem wird der dann heute auch unter einer Creative Commons Lizenz released, sodass er frei im Netz für alle verfügbar ist, doch damit nicht genug. Sandra wird dann relativ zeitnah, vermutlich im Laufe des nächsten Jahres, noch eine Plattform releasen, wo auch das Rohmaterial des Films freigegeben wird. Sowas wie 70 Stunden Rohmaterial, die angefertigt wurden, sodass wir dann alle und ihr auch unsere eigenen CCC-Filme auch schneiden können aus eben dem ganzen Material, was sie verwendet hat und das, was sie nicht verwendet hat. Und das ist natürlich schon eine ziemlich einmalige Aktion nach meiner Kenntnis, einen Film nicht nur in Creative Commons rauszuhauen, sondern dann eigentlich auch noch direkt das ganze Rohmaterial zu open sourcen. Und das alles unter den CCC-Privatsphäre-Anforderungen. Wer als erstes alle einzelnen Pixel gezählt hat von den verpixelten Gesichtern, darf den Film kostenlos im Internet runterladen. Aber wo wir bei Filmen sind. Und heute Abend ist dann die offizielle Premiere mit dem Release. Einige von euch haben ihn vielleicht schon im Kino gesehen. Ging jetzt so ein bisschen durch die Kinotour. Und inspiriert von wahrscheinlich dem Chaos Computer Club, vielleicht ein bisschen von unserem Motto letztes Jahr, in dem wir die Anfänge des Chaos Computer Clubs würdigten, gibt es auch ein weiteres Doku-Team, das sich daran macht, einen Film über Wau Holland und die Entstehungsgeschichte des Chaos Computer Clubs zu machen. Und die wenden sich an euch mit der Bitte um Materialien. The world consists from matter, energy and information. Matter and energy are limited. Information is unlimited and the only possibility to make the things go out in a better manner. And because of this it must be öffentliche Daten nutzen, private Daten schützen. Und damit ist man ja heute mehr und mehr konfrontiert, ob man will oder nicht. Und jetzt rufe ich einfach mal einen Computer an und stelle eine Verbindung zu ihm her. Ich bin drin. For Sam, strange people with strange machines are coming. Informationen haben heutzutage ihren Preis und werden auch in Zukunft ihren Preis haben. Und ich denke, es wird den Chaos Computer Club noch weiter sehr, sehr lange Zeit geben und das sicher auch in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, richtig? Boah, also die Bürgerrechtsbewegung ist mir wichtiger. Chaos. Wow. Also wenn ihr da noch über Materialien verfügt, Fotos, Bilder, Videos, alles gerne gesehen und gesucht von dem Team. Wir hatten dann letztes Jahr auch einen Lernprozess, den wir durchgemacht haben, von dem wir euch berichten wollen. Und zwar ist das Resultat dieses Lernprozesses mehr oder weniger auf diesem schönen Schaubild zusammengefasst. Wir haben im letzten Jahr eigentlich auf eine relativ bittere Weise gelernt, dass nicht allen Menschen klar ist, welche Teams es hier gibt, die für eure Sicherheit, Sicherheitsgefühl, Wohlergehen sorgen. Da ist erstmal zu nennen das CERT, das für medizinische Wehwehchen und größere Verletzungen zuständig ist. Wir haben das Awareness-Team, das euch bei Konflikten, Belästigungen oder Diskriminierungen unterstützt, emotional dafür sorgt, dass es euch irgendwie gut geht, dass ihr, wenn eure Rechte verletzt wurden oder so, ihr jemanden habt, mit dem ihr darüber sprechen könnt. Wenn es klar irgendwie also konkrete, dringende Konflikte gibt, dann haben wir selbstverständlich eine Security vor Ort und inzwischen ja auch seit einigen Jahren öffentlich den spezifischen Support für Menschen im autistischen Spektrum, das jetzt auch wirklich ein formales Team geworden ist, das sich C3 Auti nennt und Leute vor, während und nach der Veranstaltung im Prinzip als Ansprechpartner zur Seite steht.
Es gab außerdem im letzten Jahr nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal in dieser Stärke das Verlangen, wir mögen Menschen von der Teilnahme an der Veranstaltung präventiv ausschließen. Wir haben bis dahin im Prinzip das nur getan nach besonders schweren Vorfällen, aber wir haben das nie in Form eines regulären Prozesses gehabt, dass wir sagten, beantrage Ausschluss von Person, Ansprechpunkt dort und dann findet das statt. Und im letzten Jahr sind wir genau darüber gestolpert, dass wir eben nicht gesagt haben, an wen man sich überhaupt wenden kann, wenn man mit einem solchen Konflikt an uns herantritt. Konflikt heißt an diesem Punkt, vor der Veranstaltung schon ist klar, dass man, was weiß ich, in der Anwesenheit einer anderen Person sich so unsicher fühlt, dass man selber im Prinzip daran gehindert ist, die Veranstaltung zu besuchen, wenn diese Person da ist. Und wir haben uns direkt nach dem Kongress im Januar bereits, das ist die Zeit, das weiß ich deshalb, dass es Januar war, weil das die Zeit ist, in der man noch so einen richtig harten Kongresskater hat und ich außerdem versucht habe, den in der Sonne zu kurieren, hat nicht geklappt, haben wir uns daran gemacht, mit vielen Menschen, die Expertise in verschiedenen Bereichen haben, Bereichen wie Psychologie, Psychiatrie, systemische Beratung, natürlich juristische Expertise, damit auseinanderzusetzen, wie man denn so etwas überhaupt schaffen könnte, dass hier ein Prozess anbietet, der möglichst nicht exploitbar ist und möglichst den Fokus hat, Menschen zu helfen und zu unterstützen. Wir wollten also nicht einfach nur irgendwie sowas wie die Person darf nicht rein, die Person darf nicht rein, die Person darf nicht rein, sondern wir wollten uns hier mit einem Unterstützungsangebot an diese Community wenden. Und ihr könnt euch das mal in Ruhe anschauen. Es gibt auch hier auf dem Kongress mehrere Workshops, in denen die neu geschaffene Schiedsstelle ihre Prozesse vorstellt und sich da auch eurem Feedback stellt. Und wir denken, nach wirklich 10 Monaten Arbeit, die wir da reingesteckt haben, dass wir hier eine ausgeglichene Stelle geschaffen haben, die von Menschen besetzt ist, die das Vertrauen des Vorstands des CCCs genießen, die auch eine Expertise mitbringen über die Veranstaltungen, über die Vereine, die den CCC ausmachen und eben auch über den Themenbereich, in dem hier gearbeitet wird. Und die, denke ich, einen Applaus dafür bekommen dafür verdienen, dass sie hier echt eine sehr emotional belastende, sehr schwierige Aufgabe auf sich genommen haben. Und dafür gilt ihnen auf jeden Fall unser herzlicher Dank. Jetzt kommt ein Bereich, den werden wir auch aufgrund der Tatsache, dass mal wieder die Zeit weg ist, etwas schneller abarbeiten, der uns aber dennoch sehr wichtig ist, weil wir natürlich über die Arbeit in den regionalen CCCs sprechen wollen. Wir werden das nicht irgendwie vollständig hinkriegen, also im Sinne von alles abzubilden, sondern wir wollen so ein bisschen spotweise da reingucken und vor allen Dingen Sachen hervorheben, wo wir hoffen, dass vielleicht andere erfasst nachmachen oder die tolle Ideen waren oder die wir besonders witzig fanden oder die sich einfach auf Erdgeist-Mail zurückgemeldet haben. Das Ding ist, dass Chaosarbeit ist halt Handarbeit oder wie auf den Demos Fußarbeit, schon eigentlich immer. Dieser Club ist so unfassbar groß geworden, dass wir, den Überblick verloren ist schon ein krasses Wort, aber die meisten von euch wissen vielleicht gar nicht, dass sich in eurem Erferkreis oder in einem Erferkreis in der Nähe bestimmte echt coole Dinge abspielen, wo es sich lohnt, einfach vorbeizugehen und mal zu gucken. Als ich das gemerkt habe, als ich die Pläne und Protokolle der Erferkreise, die sich auf unseren internen Mailinglisten da immer wieder finden, mal durchgeackert habe, ist mir aufgefallen, dass es dort Muster gibt, die ich für ziemlich cool finde. Dass wir aus unserer Community heraus auf den Kongressen immer wieder darauf hinweisen, dass dieses Kongressgefühl zurück nach Hause zu bringen,
etwas Wertvolles ist, was wir aus diesem eigentlich nur 4 Tage lang stattfindenden Event einmal zurück in die Gesellschaft geben können. Aber das findet eben nicht im luftleeren Raum statt, sondern das findet halt genau in den Airfas statt. Und dort findet es tatsächlich statt. Die Airfas laden, so ähnlich wie hier die Assemblies, in denen wir alle möglichen Projekte einladen, sich zusammenzufinden, wirklich einen Space zu haben, dort zu zusammenzukommen, zu arbeiten an Projekten oder an Ideen. Das findet in den Erfas statt. Chaos macht Schule zum Beispiel, hat in vielen Erfa-Kreisen Fuß gefasst, in denen sie Lehrer Workshops unterstützen, in denen sie Schülern die Grundlagen der digitalen Mündigkeit beibringen. Und weil mir das aufgefallen ist und weil mir das auch wichtig ist, dieses Bild zu vermitteln und euch da die Möglichkeit zu geben, Anschluss zu finden, habe ich die Erfa-Kreise mal gefragt, stellt euch doch mal selber vor, am besten mit Fotos oder mit den Projekten, die im letzten Jahr für euch am wichtigsten gewesen sind oder was im nächsten Jahr darauf zukommt. Einige haben sich gemeldet, einige leider nicht mit Foto, müssen wir dann sowas erzählen. Und jetzt geht's dann flugs los in München zum Beispiel. Ja, ich beeile mich. In München zum Beispiel haben sie im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit den Münchner Wagenplätzen und der Polizeiklasse so ein Flipdot-Display gebastelt, was mobil ist. Wir mussten damals mal mit solchen Plakaten durch die Gegend rennen. Das ist ein Film. Ach echt? Das ist ein Film. Ja. Und die in München haben sich ein Demo-Plakat in frei bespielbar ausgedacht. Was ziemlich cool ist, weil man dann kann man die Dinger einfach so wiederverwenden, ohne jedes Mal da zum Drucker zu rennen, da hat der Copyshop schon zu, das funktioniert nicht. Und mit diesem Flip-Top-Display. Sehr nachhaltig, verbraucht ganz, ganz wenig Papier, aber irre viel Strom. Hier mit. Ist der an? Nee. Der ist hoffentlich so. Ja, fanden wir jedenfalls extrem innovativ, sehr cool. Aha. Möchten wir mehr von. Und natürlich hat es dann auch auf den Demos stattgefunden und in München sind sie da auch zu Recht sehr stolz darauf, dass das ein... Das ist eine Autodemo? Das ist wahrscheinlich einfach der Lauti da vorne und dahinter ist dann das Display. Ich finde das schon schön, man spart sich da die Mühe. Hat man ja, ich finde es auch geil. Latschen muss man immer noch, aber zumindest muss man keine schweren Schilder schleppen, finde ich cool. Du brauchst ein ganzes Auto bauen, um das Display zu fahren. Hacker-kompatibler Protest, ne? Ja, und die Münchner haben jetzt auch, ich glaube, 10 Jahre gefeiert, indem sie in dem Projekt Rettungskapsel in den neuen 10 Jahre Größenordnungen, in denen sie in den neuen Räumen drin sind. Sie haben ein Aktivsymposium veranstaltet und was ihnen sehr wichtig ist mitzuteilen, ist, dass sie in ihrer Mitgliederversammlung auch nochmal die Unvereinbarkeitserklärung, die der Chaos Computer Club e.V. schon im Jahr 2005 ganz deutlich als Abgrenzung gegen Rechte, gegen Nazis rausgebracht hat, haben sie nochmal erneuert, haben das Wording ein bisschen angepasst. Wir haben damals noch auf die NPD explizit Bezug genommen. Ist vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber ihr könnt sicherlich dort selber einsetzen, was uns gerade betrifft. Und ich finde diesen Trend in den letzten Jahren, dass plötzlich Leute überrascht sind, dass sich der Chaos Computer Club eher deutlich links der Mitte orientiert. Lässt mich sprachlos. Wo wart ihr die letzten 30 Jahre? Wo hat Wau Holland 1981 die Aufrufe verfasst? Es ist so, wer sich mit dem Chaos Computer Club irgendwie assoziiert, der erbt irgendwie auch von irgendwie uns allen eine ziemlich zäckige Agenda. Und der muss damit klarkommen und irgendwie unser Herz schlägt da im Zweifel links. Ja, ich beeile mich ja. Dann gehen wir mal weiter nach Karlsruhe. Der Entropia feiert wild, der ist nämlich 20 Jahre jetzt schon als Verein beständig und hat sich dann gleich für das nächste Jahr einen gesamten Partyplan ausgedacht. Das heißt, jedes Quartal wird gefeiert. Sie ziehen um in neue Räume. Dafür gibt es eine Einweihungsparty. Es gibt dann für die GPN eine dicke Geburtstags- oder auf der GPN eine dicke Geburtstagstorte, ich glaube zum Camp, gibt es eine fette Entropia-Party. Wir haben eine eigene Bühne mit Bar und im Dezember wird dann das Partyjahr abgeschlossen mit der Glüh-PN. Ich glaube, Linus war da dieses Jahr. Nee, ich war nur bei der GPN. Die Glüh-PN habe ich leider nicht geschafft. Aber ich weiß, dass Starbuck da war. Wir befragen ihn einfach.
Genau. Also es lohnt sich auch in diesem Afferkreis dort, also sprich in Entropia, in unserem lokalen Ableger in Karlsruhe vorbeizukommen. In Berlin gibt es auch Änderungen. Das Chaos Radio in Berlin, was es seit 1995 auf UKW gegeben hat und was dann in der Summe mit den vor Ort produzierten Sendungen schon zur 253. Sendung jetzt im Januar aufwartet, ist leider die letzte Sendung in UKW. Der Sender Fritz, mit dem wir das in den letzten Jahren, in den letzten 23 Jahren, deswegen. Dann waren wir aber auch nicht dabei, oder? Ja, also waren unsere Vorgänger. Die haben ihren Sendeplan umgestellt, sie wollten uns die Gründe nicht wirklich verraten. Vielleicht könnt ihr euch auf eine Schorle mit dem Monoxid zusammensetzen, der erklärt euch das. Auf jeden Fall wird es das Chaos Radio in UKW nicht mehr geben, aber schon seit, ich glaube jetzt 3 Jahren, 4 Jahren gibt es alternierend Chaos Radios in Chaos Computer Club Berlin, in den Räumlichkeiten selber, in denen Teile des Vox, Teile von MediaCCC.de auch grandiose Arbeit leisten, unterstützt von den Berliner CCC-Lern, um den Chaos Radio dann jeden zweiten Monat schon komplett aus den Räumlichkeiten zu stemmen. Und das werden wir dann jetzt einfach im nächsten Jahr stolz weiterführen und das Chaos Radio so am Leben erhalten. Das da ist der Chaos. Nein, ist er nicht. In Stuttgart, das ist das Foto, was ich zeigen sollte, gibt es seit 2004 eine Vortragsreihe, auf der sie sehr stolz sind. Also sie haben es jetzt 14, 15 Jahre geschafft, diese Vortragsreihe am Leben zu halten. Seit 2008 ist diese Vortragsreihe in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz. Und die auch schon an sich ein Besuch wert ist. Das ist ein eindrucksvolles Gebäude. Wenn man in Stuttgart ist, muss da hingehen. Und vielleicht ist dann so eine Vortragsveranstaltung des CCCS auch ein cooler Anlass, da einfach hinzugehen. Und die Stuttgarter haben in diesem Jahr zum geplanten Polizeigesetz in Baden-Württemberg eine eigene Pressemitteilung, eine sehr gute, rausgebracht, in der sie sich auch mehrere Monate im Vorfeld und eine Verfassungsbeschwerde, also die werden auch dagegen vorgehen, haben sie sehr knapp gemacht. Gibt bereits ein Polizeigesetz und jetzt ist nochmal eine Novelle geplant. Und da hat sich der CCC Stuttgart beteiligt an dieser Beschwerde gegen das baden-württembergische Polizeigesetz. Wir hoffen, dass sie damit Erfolg haben, aber wir werden sicherlich einige Jahre warten müssen. Macht ja nichts, also ne, langen Atem haben wir ja hier alle, 35. Iteration hier. Wir machen mal flugs weiter. Ja, im Chaospot in Essen, das ist der FUBA e.V. mit wie knapp 90 Mitgliedern inzwischen, bin ich unfassbar neidisch. Die haben sich da einfach auf die Sendung mit der Maus, die ein großes Projekt Türen auf hatte und diverse Handwerksbetriebe, Stahlschmelzereien, wie alles, was Kinder sich total gerne angucken, hat sich der Chaospot draufgeworfen und gesagt, wir machen auch die Türen auf, wir haben irgendwie Expertise aus den Chaos macht Schule Ereignissen, die da eh schon stattfinden, und haben dann zu einer ziemlich coolen Veranstaltung ich soll sagen, wie viel das da waren. Ich glaube, 30 Kinder, die dort im Rahmen der Sendung mit der Maus dort den Chaospot besucht haben. Der Chaospot wird mit einem Capture the Flag Stammtisch hier auf dem Kongress mit dabei sein, zu dem ihr eingeladen seid. Und es gibt im Februar die dritte Ausgabe vom Hack im Pot, was eben ein kleiner Ableger des Kongresses ist, wo ihr vielleicht euch, wer nicht auf so einer großen Veranstaltung wie dem Chaos Communication Kongress gleich einen Vortrag einreichen möchte, ist genau, sind solche kleinen Veranstaltungen das Ausprobierspielfeld, in denen ihr einfach mal Vorträge halten könnt, die bestimmt auch vom VOG, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, bestimmt vom VOG gestreamt werden und dann in unserer digitalen Bibliothek auf mediaccc.de für ewig verfügbar sind. Magst du was? Die Privacy Week. Linus war da. Ich weiß, dass Linus da war. Ich war schon auf der Hälfte. Ich musste in Stuttgart wieder umgedrehen. Ich war auf der Privacy Week in Wien, ja. Der C3W, sag mal. Wiener CCC veranstaltet, die ja seit einigen Jahren in Wien, so ganz einfach.
eine Veranstaltung, die stattgefunden hat im Volkskundemuseum, was schlimm klingt, aber eigentlich ein ganz schönes Gebäude ist. Und man konnte dort, also öffnet sich der CCC in einer ganzen Woche mit verschiedenen Vorträgen aus seinem Themenbereich der Öffentlichkeit. Und ich denke, das war insgesamt ein sehr professionelles, sehr unterstützenswertes Event. Und man sieht ja jetzt schon die ersten Ableger. In Berlin hat sich nämlich auch eine Privacy Week gegründet. Und man sieht hier natürlich auch die guten alten VOG-Traditionen werden auch dort weiterverwendet. Obwohl, lebt er noch? Auf der Privacy Week, da gab es 30 Engel. Die haben diese Engelkultur übernommen, die auch aus den Schwester-Erfas angereist sind. Und diese 30 Engel haben insgesamt 1500 Arbeitsstunden geleistet. Vielleicht. Ja. Das sind 50 Stunden pro Engel. Vielleicht sollten wir die Engelgewerkschaft noch mal darauf hinweisen, dass hier auf dem Kongress sehr laxe Standards im Vergleich herrschen. Ihr kennt die Winkelkatze von Media CCC? Das ist ihr Vater. In Recklinghausen haben sie ein großes Display geradet und das muss ich ablesen. Sie haben mit dem befreundeten Verein Waldritter e.V. die Leitwarte des stillgelegten Kraftwerks Datteln auseinandergenommen und werden jetzt über die nächsten Jahrzehnte die Mosaikwände und Pulte in Recklinghausen im Hackerspace wieder aufbauen, um dann am Ende so eine beeindruckende Statusanzeige für Bandbreite, nächster Bus, was man halt so in Erfurt-Kreisen so braucht. Also wir sind auch gespannt auf das Endergebnis, aber es könnte sich etwas hinziehen. Genau. Die Hamburger vermelden erstmal eine schlechte Nachricht. Sie meinen, dass in einigen Containerunterkünften die Freifunknotes wieder abgebaut werden müssten. Die gute Nachricht dabei ist aber, weil da deutlich weniger Leute in Containerdörfern leben müssen. Die sind nämlich verteilt worden auf richtige Wohnungen. Das heißt, da ist jetzt auch wieder Material frei geworden für weitere Unterstützung, die Freifunker Menschen mit weniger Zugang zum Internet, als wir das hier haben, liefern können. Das Capture the Flag-Team hat sowohl beim Hackover als auch hier beim Kongress tritt es an. Sie erweitern ihre Räume und bei den Hamburgern aus irgendeinem Grund ist Löten ein ganz heißes Thema. Es war irgendwie so... Das heißt, bitte einmal die Wortwitzkasse. Oh, komm, wir haben 2 Wochen an dem Witz gearbeitet. Ein Kurzblitz. Wow. Das heißt, mir ist aufgefallen, dass wenn die Hamburger so intensiv an dem Löten arbeiten und... Geh mal einen zurück. 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 Es geht nicht zurück, es geht nur vorwärts. Ah, und die Recklinghausener, die gerade ein größeres Problem mit so einer Displaywand haben, könnten wir eventuell eine größere Delegation der Hamburger da mal hinschicken, die dann einfach mal dieses Display da heile löten sollen. Ja. So. Habt ihr noch eine Aufgabe bekommen? Ja. Was ich noch cool finde, ist, dass in Hamburg in jedem letzten Samstag im Monat gibt es da einfach bei denen einen Junghackertag. Ich muss weitermachen. Nee, Moment, den Hamburger Junghackertag, den behandeln wir, oder nicht? Nicht. Ich würde ihn gerne ansprechen, weil heute ist Junghackertag hier auf dem Kongress. Ja, ich glaube, das wollten wir bei der Folie 2 weitermachen. Aber ich kann das auch gerne mal tun. Dann mach das mal. Weil, bevor wir das vergessen, weil jetzt gerade die Zeit irgendwie knapp ist und alle hier Stress machen, ich weiß gar nicht warum, ist doch total entspannt hier, müssen wir natürlich, wir haben diesmal keine Folie für Chaos macht Schule und fühlen uns da eigentlich auch ganz schlecht, aber wir wollten nicht noch eine Folie aufnehmen, weil sonst wird es nur noch länger. Auch an dieser Stelle nochmal, in vielen Erfas gibt es eben mittlerweile Chaos macht Schule. Im letzten Jahr ist das richtig gehypt. Also nachdem es diesen Chaos macht Schule Vortrag gab, haben sich ganz, ganz viele Erfas gefunden und gesagt, ja, das wollen wir auch unterstützen, das wollen wir auch machen. Bei diesem Projekt geht es darum, in Schulen zu gehen oder mit Schülern zu sprechen, mit Lehrern zu sprechen, Multiplikatoren zu nutzen, um einfach das Thema Digitalisierung in der Bildung, Digitalisierung in der Schule anzugehen und Schülerinnen und Schülern so das Grundhandwerkszeug beizubringen für eine digitale Welt, in der wir irgendwie leben und leben wollen.
Da geht es dann darum, dass eben wie zum Beispiel auf dem Junghackertag erklärt wird, wie man Schaltungen lötet, dass man Schülern erklärt, wie man programmiert, aber eben auch so ein bisschen sensibilisiert für die Themen Datenschutz. Und was bedeutet das denn, wenn wir uns in digitalen Welten bewegen? Und es ist sehr schön zu sehen, dass der Junghackertag hier auf dem Kongress, der hier auf dem Kongress stattfindet, über 300 Tickets unter Schülerinnen und Schüler gebracht hat. Das bedeutet, wir können über 300 Kindern die Möglichkeit geben, hier an unserer Hacker-Community teilzunehmen. Und es ist unheimlich wichtig, dass wir eben auch jüngere Generationen erreichen, weil vielleicht genau diese Generation zu einem 42C3 diejenigen sein werden, die diesen Kongress mit uns veranstalten, für uns veranstalten und die auch Teil unserer Zukunft sind. Und ich bin immer begeistert, wenn ich höre, was dieses Projekt Chaos macht Schule auf die Beine stellt, wie viele Menschen dort beteiligt sind. Und ich denke, das ist wie jedes Jahr einen Applaus wert an alle, die sich dort beteiligen. Dann müssen wir ein bisschen was überspringen. In Dresden gab es letztes Jahr wieder die Datenspuren, zu denen ihr herzlich eingeladen seid. Immer im Herbst. Immer im Herbst. In Dresden. Herbst, die nächste Privacy Week geht 21. bis 27. Oktober im 2019. Es gibt für alle, die reinschnuppern möchten, wie die ERFAs sich organisieren, wie man denen helfen kann, wie die einem vielleicht helfen kann, irgendwie Projekte umzusetzen, wo man an den Leuten mal schnuppern kann, gibt es heute zwischen 16 und 18 Uhr einen Workshop Raum M3, Tag 2, da ist die Folie falsch. Oha. Also jetzt in ungefähr einer Stunde gibt es im Workshop-Raum, ich soll sagen, dass die Interessierte an den ERFA-Kreisen dort herzlich willkommen sind, sich dort in den Strukturen einzubringen. Wer irgendwie seinen lokalen Club kennenlernen möchte, der soll da einfach vorbeikommen. Ich soll nicht erwähnen, dass es dort Freibier gäbe, weil im Raum nur 330 Plätze sind. Moment, ich wurde bezahlt, nicht zu erwähnen, dass es... Natürlich haben wir aber nicht nur gute Nachrichten in diesem Jahr. Ja. Wir haben tatsächlich auch einen herben Rückschlag erlitten. Und zwar mussten wir 80 Filialen in Deutschland schließen. Schuhgeschäft ist schweres Geschäft. Und das ist einfach ein riesiger Aufwand, der war mit den Engeln einfach nicht mehr zu leisten. Tut uns leid. Hallo. Es tut uns auch sehr leid für die ganzen Leute, die uns jetzt dann Beschwerdemails geschrieben haben an den Chaos Computer Club bezüglich irgendwelcher Unregelmäßigkeiten beim Schuhgeschäft. Die werden leider nicht mehr bearbeitet werden. Es tut uns leid. Ja, wir sind untröstlich. Wir haben jetzt noch einen allerletzten Themenblock, den wir sicherlich auch nicht im totalen Detail ausräumen wollen, aber der uns schon deshalb wichtig ist, weil 2018 so ein bisschen das Jahr war, wo wir sehr viel über Inhaltefilterung geredet haben. Einmal wegen des NetzDG, das haben viele schon wieder vergessen, aber Anfang des Jahres war ja ein totaler Hype darum. Und die Frage, ob wir sozusagen mit sehr vielen gelöschten Inhalten umgehen müssen oder sehr wenigen, ob die betroffenen Unternehmen ihre Transparenzpflichten, die haben jetzt so eine Berichtspflicht erfüllen. Wir müssen eigentlich sagen, im Rückblick, zumindest war die Zahlen, die das Bundesjustizamt auch rausgibt und die in den Berichten der Unternehmen stehen, müssen wir sagen, dass die gelöschten Inhalte sehr viel mehr von den Community-Richtlinien als über die Melde-Klickstrecken von dem NetzDG sozusagen Formularen kommen. Das heißt, die Inhalte, die auf Antrag, also wenn jemand anders sich beschwert zum Beispiel, verschwinden, sind sehr viel häufiger von den eigenen Community-Regeln dieser kommerziellen Unternehmen getriggert als vom NetzDG. Das liegt aber auch daran, das kann ja jeder mal im Eigenversuch gerne machen, diese NetzDG-Formulare zu finden, gar nicht so einfach ist. Wir werden dann, glaube ich, weiter beobachten, aber mir scheint, dass durch die Tatsache,
dass diese Berichte raus sind oder zu wenig waren, die Debatte sich auch so ein bisschen gelegt hat. Allerdings läuft die Verfassungsbeschwerde. Also da bin ich schon gespannt. Da geht es ja um die Freiheit der Rede, also ein wichtiges Grundrecht, wie das ausgehen wird. In dem Zusammenhang gab es aber eine deutlich größere Debatte, die von Europa getriggert wird. Einmal um die Terrorfilter, die eigentlich Antiterrorfilter sind. Ja, wo wir über mehrere 10.000 Bilder und ungefähr 8.000 Videodaten reden, die als Uploadfilter, also dass man die gar nicht erst hochladen kann, konfiguriert sind. Also diese Form, eine Form von automatisierter Inhaltefilterung und gleichzeitig, wenn du mal einen weiterklickst, die damit zusammenhängende Problematik der Uploadfilter zum Copyright. Und da das ein Problem ist, aus meiner Sicht und aus unserer Sicht, die wir hier nicht alleine haben, sondern europäische Probleme haben, haben wir auch eine kleine Message, die nicht nur was zu dem Inhalt sagen soll, sondern vielleicht auch nochmal betonen soll, dass wir als Organisation mit vielen dieser Themen nicht alleine kämpfen, sondern auch Mitstreiter haben. Ja, also wir sehen halt dieses Problem, dass wir an verschiedensten Fronten die Einführung einer Zensurinfrastruktur sehen, wo von vornherein versucht wird, zu unterbinden, dass Inhalte überhaupt hochgeladen werden können. Und am Ende die Macht und die Entscheidungsgewalt darüber, wie diese Inhalte, also wie entschieden wird, was auf diesen Zensurlisten steht, völlig diffus und opak bleibt. Und ein zweiter Aspekt, der jetzt im nächsten Jahr ansteht, sozusagen der Ausblick darauf, ist die EU Copyright Directive. Und da wir auf europäischer Ebene und internationaler Ebene bei diesen Themen nicht alleine arbeiten, haben wir Kurt Opsahl eingeladen. Kurt, can you come to the stage? Der zusammen mit Cory Doctorow zu diesem Thema mit uns zusammenarbeitet und einen kurzen Input zum Thema take the pult, the podium. Yeah. Hi Kurt. Hello. Say hi. Thank you. Thanks for giving me a moment to talk about Article 13. You've probably heard that the EU's close to passing a copyright directive with it, a rule in it called Article 13, which might be the most dangerous rule that has ever come out of a supposedly democratic process. Under Article 13, online platforms will have to censor any copyrighted work that the users post. And the process of determining what's a copyright filter is open to abuse, and that anyone could add something to it, and then the filters will be used to compare every user's contribution, code, text, images, audio, videos, to the database, and then if the algorithm thinks that there's a match, then you're blocked. These filters will also cost hundreds of millions of euros to produce, meaning that they are within the reach of only the largest internet companies, mostly the US tech giants, and the smaller European competitors will be hard-pressed to be able to comply with this directive, crushed under the weight of this rule. Article 13 is bad for competition, it's bad for freedom of expression, it's bad for the EU, it's bad for artists, it's bad for every internet user. The next and possibly final EU meeting on this is coming up in mid-January, and the German government holds the balance of power. So we're asking you to contact your ministers and tell them to hold the line. Tell them to continue their opposition to Article 13. This won't just affect Germany. It won't stop at Europe. Every internet user in the world will be affected by this, and we don't want to have the EU become the largest exporter of bad internet policy. The German government is currently unsure, and I think we can try to convince them. They're worried about how it will affect German tech companies, and I think they're right to be worried. The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy will decide which way to vote. The minister there is Peter Altmaier. So we're asking you to call him. This is because there has been a petition with 4 million signatures, and people have been saying, the proponents of Article 13, have been saying, you can ignore that because it's bots. Well, you're not bots, and if you call them in person, then they can be convinced that you're not a bot as well. So you can make a difference and call. We have up here this URL. It's a short URL that will direct you to a page on the CCC wiki that will explain how to contact the minister.
Give it a phone call. Phone calls are far more effective than other means of communication. The more effort that you put into the communication, the more it is received by the political office as being a will of the people. So we're asking you to make the call, ask your friends to make the call, and together we can stop this bad internet rule. Thank you. Thank you. Wir wollen diesen CCC-Jahresrückblick mit diesem Call for Action beenden. Wir wollen daran erinnern, dass ihr Zeit habt, bis also Mitte Januar stehtet. Also ihr müsst vorher bei Altmaier mal anrufen. Wir wollen euch aber für alle Themen, die wir hier besprochen haben, vor allen Dingen für die, wo wir gesagt haben, dass es 2019 ganz sicherlich weitergeht, auch auffordern zu Engagement. Und ich glaube, der Club war schon immer auch eine Vereinigung von Leuten, die sich zusammenschließen und gemeinsam aktiv werden und sich nicht nur informieren, sondern auch tatsächlich versuchen, in ihren Erferkreisen und aber auch über Öffentlichkeitsarbeit und dass sie darüber schreiben, dass sie klicken, dass sie anrufen, mitzuwirken. Dazu wollen wir explizit auffordern. Wir, wenn ich jetzt keine Wortmeldung mehr sehe, bedanken uns sehr für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen, ihr habt noch schöne 2 Tage Kongress. Aber vergesst nicht den Call to Action. Vielen Dank.